Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Lagebericht. Wir sprechen heute über die Aussagen des SWR, des russischen Auslandsgeheimdienstes, der erklärt, es seien bereits 2000 französische Soldaten. Wir würden gerade bereit gemacht werden, um in, die ukrainische, um in die Ukraine geschickt zu werden. Wir sprechen über weitere Hilfen für die Ukraine, denn im Ganzen sind jetzt wohl 1,5 Millionen Artilleriegranaten besorgt für die Ukraine, sodass der Mangel an Artilleriemunition in absehbarer Zeit wohl erheblich zurückgehen wird oder zumindest vorübergehend auch aufhören wird. Wir sprechen natürlich über die Entwicklungen entlang der Front, wie auch über politische Veränderungen. Wie auch über internationale Hilfen und ein paar Zusammenhänge in benachbarten Ländern, die direkt damit zu tun haben. Das ist das Thema des heutigen. Lageberichts anschließend natürlich wieder die übliche Frage-Antwort-Runde und ich werde danach noch etwas auf Twitch aktiv sein, wahrscheinlich so zwischen 22.30 Uhr und 22.45 Uhr dürfte ich dort online gehen. Sollten Sie daran Interesse haben, finden Sie den Link dazu in der Beschreibung zu meinem Twitch wie auch den zu meinen anderen YouTube-Kanälen, wo es um andere Themen geht, falls Sie das interessiert. Ähm, aber ich glaube, dann haben wir hier soweit erstmal alles durch und können gleich anfangen. An der Stelle natürlich freut es mich, dass mindestens ein Zuschauer heute die richtige Ausrüstung dabei hat. Das wurde mir zugeschickt. Hier auf Twitter wurde ich verlinkt von Frank G freut mich sehr, dass die transpatriotischen Merch-Artikel angekommen sind. Mich freut es sehr, wenn Sie mich auf irgendeine Art mitteilen, mir mitteilen, wenn Sie Merch-Artikel bekommen haben, wenn Sie mir Bilder schicken, wie Sie die tragen oder ähnliches, freut mich natürlich immer sehr. Ähm, falls Sie daran Interesse haben, sollten die transpatrioten Merches weiterhin verfügbar. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung und die Mods werden sicherlich so lieb sein, Ihnen zu posten, wobei ich das selber auch noch machen kann. Ähm, Sie können gleichzeitig also sich zur In-Gruppe zählen und den Kanal auf diese Art und Weise auch noch unterstützen, wenn Sie das wollen. Aber fangen wir an mit der allgemeinen Lage. Die Ukraine führt weiterhin Angriffe auf russische strategische Ziele durch. So wird weiter Ölinfrastruktur angegriffen. Ich bin ehrlich gesagt, verliere ich langsam den Überblick. Denn es wird inzwischen von teilweise über 14 angegriffenen Raffinerien gesprochen. Und ich bin nicht ganz klar, mal wird von 12 gesprochen, mal von 14, mal von 15. Aber klar ist zumindest eines, die Zahl geht weiter nach oben. Das heißt, die Ukraine versucht weiter, die russische Kohlenwasserstoffinfrastruktur anzugreifen. Und sie ist damit mindestens teilweise erfolgreich, wie wir ja schon im letzten Lagebericht besprochen haben. Diese Angriffe gehen also weiter. Die Russen haben ihrerseits seit Monatsbeginn bereits über 320 Schahiten, 900 Gleitbomben und 130 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt. Das sagt Zelensky. Das zeigt das Volumen, was von russischer Seite gegen die Ukraine verwendet wird. Und die Ukrainer werfen den Russen erneut einen sogenannten Double Tap Angriff vor. Dieses Mal in Mykolaiv. Auch hier sollen wohl Iskander zum Einsatz gekommen sein, also ballistische Kurzstreckenraketen. Double Tap bedeutet, man schießt einmal drauf und wartet dann eine gewisse Weile, um in der Erwartung, dass Ersthelfer vor Ort ankommen, also Sanitäter wie auch Feuerlöschtrupps, Krankenwagen. Etc. und schießt dann mit gleichen Einstellungen ein zweites Mal drauf, um möglichst viel dieses Hilfspersonals zu töten und auszuschalten. Ähm, das ist jetzt der zweite Vorwurf von der ukrainischen Seite, dass die Russen dies machen. Das wäre natürlich ein klares Kriegsverbrechen. Da gibt es nichts dran zu diskutieren. Aber wie gesagt, das ist jetzt zum zweiten Mal der Vorwurf gekommen. Der erste war hier in Odessa. Dementsprechend könnten wir daraus schließen, dass das im Süden vielleicht irgendeine Einheit ist, die sich entschieden hat, zu dieser Taktik überzugehen. Denn ähm, gerade was mit den Einsatz mit ballistischen Raketen angeht, habe ich sonst zumindest jüngst nicht von anderer Seite gehört. Die Ukrainer ihrerseits haben die Engels-Luftwaffenbasis angegriffen. Die liegt weit im russischen Hinterland und dort sind die strategischen Bomber stationiert, die auch die Marschflugkörper absetzen. Gegen die Ukraine und dabei gibt es nun Satellitenaufnahmen, dass vor dem Angriff mindestens elf Flugzeuge vor Ort waren, darunter neun strategische Bomber, sechs Tupolev 95 und drei Tupolev 160. Was wir hier sehen, sind die Tupolev 95. Das sind Aufnahmen von davor und während es Aufnahmen gibt, wo im Hintergrund irgendwie Explosionen zu hören sind und die Alarmanlagen von Autos angehen, habe ich keine Belege bislang gefunden, dass diese Angriffe der Ukraine irgendetwas getroffen hätten. Wir wissen, dass wohl vor Ort etwas explodiert ist, aber das können theoretisch abgeschossene, das können theoretisch die Treffer der Fliegerabwehr, der Flugabwehr sein, das können Volltreffer auf Flugzeugen sein, das können aber auch Einschläge im freien Feld sein. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich zumindest noch keine Schadensmeldungen, die in irgendeiner Art und Weise bestätigt werden. Die Können wir also direkt weitergehen zur Entwicklung an den Fronten und wir haben hier Weiterkämpfe in, an der nördlichen Grenze, an der Nordfront, wo. Freiwillige aus Russland, die auf ukrainischer Seite kämpfen, weiter die Grenze überqueren. Und da haben wir hier ein recht interessantes und eindrucksvolles Video. Und zwar ist das aus einem dieser Kämpfe keine Gewalt zu sehen. Also. Zumindest nichts Sichtbares zu sehen. Das heißt, da können Sie beruhigt sein. Das hier ist einer dieser russischen Freiwilligen und der ist hier direkt hinter einem Hügel in Deckung gegangen. Und was hier direkt in weniger als 50 Metern an ihm vorbeifährt, ist ein russischer Kampfpanzer, ein T-72, entweder B-3 oder ein B-Obre 2020. Und da können wir gleich ein paar interessante Sachen uns anschauen. Zum einen ist der wohl offensichtlich auf der Flucht gewesen, denn der zieht hier bereits Rauch hinter sich her oder äh, Nebel und der, den können russische Fahrzeuge durch Aussprühen von Treibstoff erzeugen. Das heißt, der zieht sich gerade zurück. Wir sehen auch, dass er sein Rohr nach hinten gerichtet hat und er wird hier getroffen und das müsste eine M72 Lor sein. Das ist eine sehr, eine relativ alte und vor allem relativ schwache Panzerabwehrwaffe, die eigentlich auch seitlich nur wenig Chancen haben sollte, zumindest wenn sie auf Reaktivpanzerung trifft. Aber wir sehen, dass der Treffer im unteren Teil ist. Und dort hat er wohl ein Laufwerk, eine, eine Laufrolle getroffen. Möglicherweise ist, hat der Panzer danach die Kette abgeworfen und äh, das sehen wir nur nicht mehr. Aber wenn wir erwarten würden, dass der Soldat gut ausgebildet wäre, dann wäre es der der, die richtige Entscheidung gewesen. Denn die beste Chance, ihn zu knacken, wäre hier irgendwo zwischen den Laufrollen den Rumpf zu treffen. Denn wahrscheinlich nur dort kann er mit der M72-Lois durchschlagen. Wie dem auch sei, hier sieht man mal so ein Bild, in welchem Nahkampf, das teilweise stattfindet hier. Die Gefechte dort, wie gesagt, in dem Fall, der Panzer scheint mehr oder weniger unbeeindruckt weiter zu weiterzufahren und auch der Soldat hier sieht man nicht, dass er getötet wurde. Was interessant ist, ist eigentlich der Punkt, wo es geolokalisiert wurde. Denn wir haben eine Geolokalisierung dazu und die ist hier. Und das hier, wie Sie erahnen können, ist die russisch-ukrainische Grenze. Hier kann man es übrigens wunderbar sehen. Hier sind diese diese ähm Blöcke auf dem Boden, wie auch immer, und der Panzer fährt in diese Richtung. Das heißt, der fährt gerade von der Grenze weg, legt hinter sich eine Nebelwand, um sich zurückziehen zu können, und die ukrainischen Kämpfer, also die pro-ukrainischen Russen, wenn wir so wollen, die sind hier an dieser Stelle damit nicht einmal 500 Meter von der ukrainischen Grenze entfernt. Und das ist das, was wir hier verstehen müssen. Das sind kleine Trupps, auch mal größere, auch mal mit gepanzertem Gerät, aber die aus ihrer Sicht, also die, die reden ja davon, dass sie Russland befreien wollen, die befreien kein russisches Territorium, die halten keine Linien, die besetzen nichts, die rücken nicht vor, erst recht haben sie keine Positionen eingenommen, die durchhaltefähig wären, das sind Nadelstiche, sie stiften Unruhe und erleiden dabei aber auch spürbare Verluste, sowohl im Personal, aber auch im Material, was mit diesen Angriffen erfolgt, sodass hier wahrscheinlich mehr ein psychologischer Nutzen entsteht. Wie gesagt, es sei denn, sie schaffen damit die Russen zu zwingen, viel Material heranzuziehen. Also die Kämpfe gehen weiter, aber wir müssen es klar sagen, die Kämpfe sind in unmittelbarer Grenznähe. Das sind äh, teilweise wenige hundert Meter nur über die Grenze, die die, die, die pro-ukrainischen Kämpfer hier gehen, bevor die Videos, die gemacht werden, auftauchen. Also nicht irgendwie ein Marsch auf Belgorod oder ähnliches findet schlicht nicht statt. Die Russen selber, russische Millblogger sagen, sie hätten, es gäbe noch Kämpfe, sie hätten aber inzwischen die Ukrainer weitestgehend vertrieben. Das ist wie gesagt, was die russischen Millblogger sagen. Sie sagen, es ist also kein, dies ist mehr oder weniger alles wieder unter Kontrolle, aber es gibt noch vereinzelt Kämpfe, mehr dazu kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es gerade eine, eine Pause, vielleicht stimmt es auch nicht, was die sagen, aber es deutet nichts darauf hin, dass diese pro-ukrainischen Kämpfer irgendwie substanziell Territorium eingenommen hätten und zum jetzigen Zeitpunkt halten würden. Die Russen wollten sich wohl in gleicher Art und Weise revanchieren, zumindest in etwa, etwas, denn aus der Oblast Sumi melden die Ukrainer in den letzten Tagen mehrere versuchte Grenzüberquerungen durch russische Streitkräfte. Allerdings auch hier wird von Sabotagetrupps gesprochen. Das heißt realistischerweise, was sind das? Vier bis acht Mann? Also es sind keine richtigen Angriffstruppen, sondern kleine Truppen, die die Ukrainer als abgewehrt melden. Dann haben wir Nachricht und es gibt auch Bildbelege dazu, dass die Ukraine weiterhin Belgorod beschießt, die Stadt. Und dabei kommen mindestens teilweise Mehrfachraketenwerfer zum Einsatz. Äh, akustisch gibt es auch Hinweise, dass teilweise Streumunition zum Einsatz kommt und hier muss man klar sagen, wenn wir nicht erwarten, dass das irgendwelche Hightech Präzisionswaffen sind, bei einem Mehrfachraketenwerfer sind es in der Regel gerade bei den Systemen, die hier in Frage kommen, sind es Flächenwaffen. Flächenwaffen gegen eine Stadt wären klares Kriegsverbrechen, was hier von der ukrainischen Seite begangen würde. Allerdings muss man sagen und da kommt es aber dazu, das ist belegt Human Rights Watch beispielsweise hat den ersten Bericht von einem solchen Angriff auf den 28. Februar 2022, also vier Tage nach Beginn der vollen Invasion, ist es bereits belegt. Wir haben praktisch von den ersten Tagen des Krieges Belege, dass die Russen ukrainische Städte mit Mehrfachraketenwerfern beschossen haben, mit Streumunition beschossen haben. Das heißt, wenn die ein großes Problem damit haben, möchte man zynisch fragen, warum habt ihr dann damit angefangen? Das alles rechtfertigt ukrainisches Verhalten nicht. Das will ich hier in dem Kontext nicht, nicht äh, soll nicht verharmlosend wirken. Das ist nach all dem, was ich sehe, müsste das klares Kriegsverbrechen sein von der ukrainischen Seite, aber wir müssen es in den Kontext setzen, dass A die Russen das in viel größerem Maße gemacht haben und vor allem das auch, dass sie damit angefangen haben, aber erneut das rechtfertigt nicht, dass die Ukrainer dies ihrerseits tun, denn ich sehe nicht was da der große militärische Zweck dabei sein soll, außer Terrorismus. Und mit dem wird man höchstwahrscheinlich keine militärischen Ziele erfüllen können. An diesem Punkt erst recht müssen wir natürlich sagen, in Zeiten, wo die Munition knapp ist, da stellt sich die Frage noch einmal mehr. Aber wie gesagt, Sie werden vielleicht das gerade mitbekommen, dass die Ukrainer dies tun. Und dann sollte wahrscheinlich mit erwähnt werden, dass dies von den Russen praktisch aus dem seit Beginn der Invasion bestätigt ist, dass die Russen dies ebenfalls tun. Mit zahlreichen Video- und Bildbelegen, sei es, dass die Träger für und gefunden wurden sei es dass wir videos haben wo streumunition in ukrainischen städten explodieren gehen wir zur ostfront hier und da gibt es kämpfe an vielen verschiedenen teilen aber keine veränderung bis auf eine das heißt wir beschränken uns auf diese und das ist hier terni und hier ist die lage nicht wird langsam ein stückchen unangenehmer wir haben hier eine geolokalisierung die ist direkt hier vor terni hier ist so ein, so ein Waldstück und da sind russische Soldaten und das ist so in etwa 500 Meter von den ersten Häusern von Terniweg, denn das war hier. Das heißt, die Russen haben sich inzwischen bis hierhin vorgeschoben, sind also kurz davor, in die Ortschaft Terni einzudringen und die ist, wie wir schon oft gesprochen haben, natürlich wichtig als. Ähm, knotenpunkt hier entlang des cheribets was dann natürlich das halten von teilen der front hier östlich des cheribets erschweren wird wenn die ukrainer dies verlieren denn weil einerseits gehen hier ja die straßen nach norden und andererseits ist hier einer der übergänge und das kann natürlich mit einem erobern hier abgeschnitten werden was dann die, die nachschubsituation an anderen teilen der front erheblich erschwert das war aber alles, was ich hier von der, von der Ostfront nördlich des Siverske Donets habe. Südlich davon haben wir zahlreiche Kämpfe weiterhin gemeldet. Wir haben Bilohorivka gemeldet. Wir haben Kämpfe bei Bilohorivka im Prinzip herunter entlang der gesamten Front, bis wir uns so hier bei Schumi nähern. Gibt es immer wieder, werden Kämpfe gemeldet, was eigentlich nicht. Zu verzeichnen ist, sind russische Erfolge in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, die Angriffe scheinen allesamt erfolglos gewesen zu sein. Allerdings gibt es aus den letzten Tagen vermehrt Berichte und auch Videos von Gleitbombenangriffen auf Chassiv. Ja, das heißt, wir sehen hier, dass die Russen keineswegs aufgegeben haben, sondern hier wird wohl versucht, bald äh, sozusagen das Gebiet sturmreif zu schießen, um zeitnah weiter vorgehen zu können. Darauf deutet es zumindest hin. Also auch hier ist nicht mit einem Alarm der russischen Offensiv. Tätigkeit zu rechnen, zumal wir ja im letzten Lagebericht besprochen haben, dass von ukrainischen Analysten gesagt wird, auch nach Bachmut werden gerade Reserven verlegt. Bei Avdivka gibt es allerdings Veränderungen und zwar ist Orlivka gefallen oder fast gefallen. Das ist jetzt Definitionssache. Ähm, beide Seiten sind mehr oder weniger einig darüber, dass Orlivka, dieser Teil hier unter, Ru unter russischer Kontrolle steht. Technisch gesehen sind aber hier wohl noch ein paar Häuschen und die sind noch nicht von den Russen besetzt. Also könnten wir debattieren, ob Orlivka gefallen ist. Entscheidend ist aber, sie haben hier den Bach oder Fluss erreicht und haben Orlivka, den Teil zumindest, haben sie unter ihrer Kontrolle. Südlich bei Tonenke ist die Lage ein bisschen unklar. Hier haben wir ebenfalls russische, russische, russischen Vormarsch. Zu verzeichnen. Wir sehen es hier einmal entlang der Straße, äh westlich von dieser Straße hier nach Norden, und wir haben es einmal hier im Süden bei diesem. Das ist das hier irgendeine Landwirtschaftsanlage oder Unternehmen oder ähnliches, was hier ist. Das heißt, wir haben Russen, die hier sind und die hier sind. Und das sollte eigentlich klar zeigen, dass das hier unter russischer Kontrolle sein muss. Ansonsten wären die Soldaten da ziemlich sicher eingekesselt. Und es ist auch die Frage, es gibt auch schon wieder russische Quellen, die sagen, man habe Tunenk erobert. Ich habe bislang noch keine Geolokalisierung von russischen Soldaten in dem Bereich hier gesehen. Allerdings äh, wären die ukrainischen Soldaten hier zunehmend abgeschnitten oder bereits abgeschnitten. Sollten hier noch welche sein? Denn wir wissen, dass die Russen schon hier oben waren. Wir wissen, dass sie hier sind. Da ist nicht mehr viel Raum, um sich noch zurückzuziehen. Sollten hier noch Ukrainer sein? Das heißt, an sich sollte Tonenke wahrscheinlich wirklich kurz vom Fall stehen oder bereits gefallen sein, auch wenn ich es noch nicht aus, äh, nach den Standards bestätigen kann, auf die ich mich beziehe. Das heißt, wir haben weder Bildbelege noch habe ich zum Abschluss, bis zum Abschluss der Recherche von ukrainischer Seite eine Bestätigung gefunden, dass sie die Ortschaft vollständig verloren hätten. Südlich davon ist die Lage ebenfalls ein Stück weit unklar, nämlich bei Newelske. Dort hatten wir es im letzten Lagebericht schon angesprochen, dass direkt zu Beginn ich noch, äh, direkt vor, vor Beginn des Lageberichts, ich noch ein Video hatte, auch wo, wo russische Truppen Newelske erreicht hatten. Wir haben dazu jetzt auch eine, eine schöne Geolokalisierung, die, äh, an, die, die hier vorliegt. Hier im Südwesten von Nevelske und Sie können die Größe von Nevelsk sehen. Das sind wirklich nur ein paar Häuser. Da ist nicht viel los. Aber ob das zum jetzigen Zeitpunkt unter russischer Kontrolle ist, ist damit noch nicht sicherstehend. Denn ich habe von, von russischer Seite Karten gesehen, die das noch als ukrainisch kontrolliert ansehen. Und von ukrainischer Seite habe ich zumindest auch noch kein Eingeständnis gesehen. Wenn ich mir die ukrainischen Karten ansehe, tun sie alle noch so, als, als ob Nevelske noch in ukrainischer Hand sei. Ich halte es für möglich, dass es inzwischen gefallen ist, denn wir, wir konnten auf Bildern sehen, dass die russischen Truppen in die Ortschaft eingedrungen sind, ob sie sich einst drin festsetzen konnten und ob sie die Ukrainer vollständig rauswerfen konnten, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Es liegt aber zumindest im, im Rahmen des Möglichen, dass auch Newelske verloren ist zum jetzigen Zeitpunkt, aber wie gesagt eben noch nicht belegt. Südlich davon, bei Marinka, haben wir tatsächlich einen Hinweis, dass es möglicherweise kleinere ukrainische, einen kleineren ukrainischen Erfolg gab, nämlich beim novo Dort waren ja die Russen hier ins Zentrum eingedrungen, sie hatten den, Ost Ortsteil, den Ostteil der Ortschaft erobert, sie waren hier am südlichen Stadtrand angekommen und jetzt haben wir frische ukrainische Truppenpräsenz in diesem Bereich. Die darauf hindeutet, dass die Ukrainer dort entweder immer noch sind oder aber dass ein ukrainischer Gegenstoß dort vor Ort erfolgreich war und sie es geschafft haben, hier zumindest äh, diese Häuser wieder zu erreichen. Also möglicherweise ein kleiner erfolgreicher Gegenstoß von der ukrainischen Seite, auch wenn ich nicht in vollem Umfang das zum jetzigen Zeitpunkt klar sagen kann, ob dieses Gebiet nach wie vor unter ukrainischer Kontrolle ist. Äh, ansonsten haben wir wenig Bewegung, bis wir in die Region Orychiv mehr oder weniger kommen. Auch hier. Wir werden östlich davon immer wieder Kämpfe gemeldet, aber eben nichts, was sich verändert hat. Die Russen melden jetzt, dass sie Myrne erobert hätten, aber das ist ein bisschen irritierend, denn auf den Karten, die ich benutze, wird es eigentlich unter russischer Kontrolle verzeichnet. Wenn wir die Karte hier nehmen und Sie sehen schon an den geraden Strichen, dass das nur so eine grobe Zusammenfassung ist, das ist keine, die behauptet, auf den Meter genau die Grenze zu sehen, könnte man jetzt erklären, ja, die zwei Häuser hier waren noch nicht vollständig unter russischer Kontrolle und vielleicht haben sie die eingenommen, aber auch andere Karten, die ich mir anschaue, denen wird Myrne in der Regel den Russen zugerechnet, also vielleicht haben sie jetzt die letzten zwei Häuser eingenommen, aber hier ist auf jeden Fall nicht, dass die gesamte Ortschaft plötzlich an die Russen gefallen sei. Die war definitiv die letzten Wochen und meines Wissens auch schon die letzten Monate. Monate in russischen Händen. Wir haben eine kleine Veränderung allerdings, äh, die bestätigt ist bei Verbove. Und zwar hier haben sich die Russen nach Westen vorgeschoben und die Befestigungsanlagen, die da drin waren, sind jetzt von den Russen eingenommen worden. Das heißt, die Ukrainer müssten nun, glaube ich, vollständig die Kontrolle wieder über die surowikin linie verloren haben, über die äh, baumaßlichen, die Baumaßnahmen, die hier getätigt wurden, um die Ukrainer zu stoppen. Das Gebiet dürften sie nun wieder verloren haben. Am Dnipro keine Veränderung in irgendeiner Art und Weise. Weiterhin die Präsenz in Krinki, weiterhin die Präsenz bei der Antonivski brücke aber keine nennenswerten Veränderungen am Boden und auch die Kampfhandlungen gibt es immer wieder kleinere Vorstöße und kleinere Gefechte, aber eben nichts nennenswert Größeres. Wir haben allerdings eine Nachricht, wenn wir zur Gesamtlage kommen, aus Transnistrien. Und zwar gab es dort einen Angriff, den wir hier sehen können, auf einen Hubschrauber und. Hier sah man kurz hier was drüber fliegen. Hier kann man es sehen. Vielleicht können Sie es sehen hier, weil es eigentlich aussieht wie zwei Stücke. Und direkt danach ist die Explosion hier an einer Mi 8 und die brennt dann komplett aus. Was wir hier sehen. Das Entscheidende ist allerdings, hier kann man es auch hier, als ob es zwei wären. Das Interessante ist allerdings, dass das Flugzeug, der Hubschrauber stand dort seit Jahren. Das war also im besten Fall ein Ersatzteilspender. Aber definitiv nicht flugfähig. Hier wirkt sogar so, als ob die Scheibe schon geborsten sei. Und wir haben, ich habe das jetzt gefunden, ich kann nicht sagen, wie seriös das ist. Ich kenne die Seite nicht. Das ist nur in voller Transparenz. Aber hier wird behauptet, dass der Innenminister von Moldawien sagt, das sei überhaupt keine Explosion gewesen, sondern eine Fotomontage. Also für mich sieht das ziemlich echt aus, aber. Ähm, hier wird das zumindest erklärt, dass das nicht echt sei. Ähm, die Von Transnistrien hieß es, die Kamikaze-Drohne sei aus der Region Odessa gekommen, also aus der Ukraine. Das Ganze könnte natürlich genutzt werden, um Transnistrien irgendwie in den Krieg hineinzuziehen. Und je mehr Spannungen es hier gibt, desto mehr. Truppen müssen die Ukrainer hier haben, um möglicherweise von einem Angriff aus Transnistrien diesen abwehren zu können. Also da könnte vielleicht ein Dritt Sinn drin sein, das irgendwie zu provozieren, irgendwelche Spannungen zu erhöhen. Aber im Ganzen war weder, sollte vom materiellen Wert die Zerstörung des Hubschraubers bedeutungslos sein, weil es eben wie gesagt ein Wrack war und auch die, die Umstände sind alles andere als klar. Und die transnistrische Regierung will. Höchstwahrscheinlich keinen Konflikt mit den Ukrainern, weil sie diesen verlieren würden. Und genauso umgekehrt, die Ukrainer haben Besseres zu tun, als Transnistrien zu erobern. Von daher wirkt es zumindest so, als ob hier von russischer Seite die versucht wird, die Spannungen zu erhöhen durch False Flag-Angriffe. Das hatten wir jetzt schon mehrfach, wo immer nicht so ganz logisch war. Und der einzige wirkliche Profiteur von Spannungen dort jeweils die russische Seite gewesen wäre, aber das ist natürlich kein Beweis. Die Russen haben, sagt die Ukraine, wenn wir zur Gesamtlage kommen, inzwischen mehr als 3500 Gleitbomben. Seit Seit Jahresbeginn eingesetzt. Das sei 16 mal so viel wie im gesamten letzten Jahr. Und wir haben noch nicht einmal die drei Monate rum. Das deutet auch darauf hin, dass meine Berechnungen so in etwa der Größenordnung nahe kommen dürften. Ich, ich gehe davon aus, dass die Russen inzwischen wahrscheinlich eine vierstellige Anzahl an Sätze im Monat bauen. Das heißt, sie sind inzwischen höchstwahrscheinlich in eine Serienproduktion übergegangen, in eine Großserienfertigung, was natürlich für die Ukraine die Probleme verstärken wird, wenn sie es nicht schafft die russischen Kampfflugzeuge auf Distanz zu halten, abzuschießen, um diese Angriffe zu verhindern. Und dann haben wir noch ein paar weitere Bilder von frischen Befestigungen. Das ist wieder interessant, denn es wurde ja immer wieder mal nach Stacheldraht gefragt. Hier sehen wir normalen Stacheldraht und hier sehen wir Klingendraht und hier sind jetzt auch mal die Drachenzähne verbunden mit Eisenkabeln. Das ist insofern wichtig, weil die, die ähm, Drachenzähne für sich nicht so schwer sind in der Regel, dass sie nicht von dem Panzer mit einer Räumschaufel beiseite geschoben werden könnten oder vor sich hergeschoben werden könnten. Allerdings, wenn sie natürlich mit anderen verbunden sind, fängt er dann an und muss die gesamte Kette hinterherziehen. Und das bringt ihn dann doch sehr, sehr schnell zum Stoppen. Also hier ist immer auch wichtig, dass man die miteinander verbindet. Und wir sehen es hier zumindest in der ersten Reihe, dass es gemacht wurde. Ob es hier noch nachträglich erfolgt oder nicht, können wir natürlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Aber da halten wir noch ein paar weitere. Bilder nur für die, die sich für die Technik etc. entwickeln. Hier können wir auch sehen, dass hier mit Beton und wieder Stahltür die Befestigungen gebaut werden und zusätzlich dann eben hier wohl mit Holz die Erde vor Ort gehalten werden soll. Darauf würde das zumindest von für mich hindeuten. Truppengenerierung hat das Gesetz, was es Straftätern in Russland erlaubt den Militärdienst anzutreten statt einer Strafe. Das hat jetzt die zweite Lesung in der Duma geschafft. Also wir können davon ausgehen, dass es das zeitnah beschlossen wird. Und politisch haben wir auch noch andere Sachen. Und zwar... Die vor zehn Jahren, am 18. März 2014, hatte Putin die Krim annektiert und sprach damals eigentlich schon von den Argumenten, nutzte damals schon die Argumente, die heute benutzt werden. Also von faschistischer Junta in, in ähm, Kiew, von einer Unterdrückung der Russen, von einem Genozid, der ihnen drohen würde. All das waren die Argumente, die vor zehn Jahren genannt wurden. Außerhalb der Ukraine wurde das seinerzeit nicht ernst genug genommen. Die notwendigen Änderungen wurden verpasst, sei es was die Außenpolitik angeht, sei es was die Sanktionspolitik. Politik angeht, sei das heißt, es was die Unterstützung der Ukraine angeht oder das eigene Militär und dementsprechend muss man sagen, dass der Krieg heute in seinem Art und Weise Vermutlich hätte verhindert werden können, wenn man seinerzeit die richtigen Schlüsse gezogen hätte. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es schon ja, Kräfte in der Politik gab, die nach kürzester Zeit die Sanktionen schon wieder aufheben wollten. Hier ist zum Beispiel der heutige Bundespräsident Steinmeier, eine sehr unrühmliche Person. Der hat 2016 bereits die Aufhebung der Sanktionen wieder gefordert, trotz des Kleinkrieges in der Ostukraine und trotz der annektierten, widerrechtlich annektierten Krim ähm, war das damals gefordert. Gleichzeitig muss man auch sagen, die Russen tun jetzt genau das, was sie den Ukrainern vorwerfen. Sie unterdrücken die ukrainische Sprache und die Sprache der Krim-Tataren auf der Krim. Sie führen ein Siedlungsprogramm durch, was inzwischen hunderte, Hunderttausende Russen auf der Krim angesiedelt hat, was im Prinzip eine Kolonialisierung bedeutet für die Russen, um die Demografie nachhaltig zu ändern. All das, was im Prinzip die Russen den Ukrainern vorwerfen, wird von ihnen praktiziert auf der Krim. Und ähm, gleichzeitig ist das, äh, nutzen sie diese Argumente. In ihrer Argumentation gegen die Ukraine. Dann haben wir noch eine Nachricht aus Armenien. Armenien verbietet zum Monatsende die Nutzung des Miribank-Systems. Das müsste mit SWIFT das SWIFT-System sein. Das analog zum SWIFT-System von der russischen Seite. Das dürfen armenische Banken nicht mehr benutzen, um Sanktionen dann zu entgehen. Und ähm, wir haben hier aus der Ukraine. Ein interessantes Video und das soll zeigen, eine erste selbst äh, lenkende Drohne, wenn wir so wollen. Hier ist ein Panzer geortet worden von einer Überwachungsdrohne und die Ukrainer setzen daraufhin eine FPV-Drohne ein, die eben herangeführt wird. Zumindest wenn das Video geht. Also, vielleicht hilft das, was ich sehe. Das Internet ist aber noch stabil. Wir sind heute über Glasfaser drin, deswegen habe ich auch mal die Bitrate erhöht und hier können wir es jetzt sehen. Okay. Ich weiß nicht, was hier los ist. Naja. Ziehe ich es einfach vor, warum auch immer das gerade nicht geht. Sie sehen, hier fliegt sie jetzt an. Und jetzt fängt fangen die elektronischen Gegenmaßnahmen an und die Drohne verliert den Kontakt zum, zum Bediener. Aber das ändert nichts daran, dass sie dennoch das Ziel trifft und das wird so interpretiert, dass die Ukrainer nun zum ersten Mal eine eine Drohne einsetzen, die ihr Ziel selbstständig anvisiert und zerstört. Und hier haben wir dann wieder mal eine Rückkehr zu alten Techniken, wenn wir so wollen. Ich weiß nicht, was hier gerade mit dem Player los ist. Was wir hier sehen, das müsste, glaube ich, eine AKM sein. Da bin ich mir nicht sicher. Aber hier sehen wir auf jeden Fall ein ein Periskopgewehr, ein System. Wir können sehen, das ist sogar erlaubt, dass es so erlaubt ist, die Waffe wieder herunterzuholen, damit man das Magazin wechseln kann und dann kann man sie hoch. Heben und auf diese Art und Weise durch ein Periskop die Waffe bedienen. Die haben wir noch einen Blick hinein, äh, was natürlich im Grabenkampf sehr hilfreich ist, weil man vollständig in Deckung bleiben kann, während man die Waffe bedienen kann. Und das ist nichts Neues. Wir können es hier sehen aus dem Ersten Weltkrieg. Dort können Sie es sehen, dass mit einem Repetiergewehr auch hier dieses über Periskop bedient wurde, um eben ebenfalls im gleichen Maße aus, der, aus, den, ähm, aus den Gräben herauswirken zu können. Internationale Unterstützung haben wir bei Nachrichten und zwar: Ich habe gelesen, Deutschland und Polen schaffen eine Koalition für gepanzerte Fahrzeuge für die Ukraine. Ich habe ehrlich gesagt verpasst, dass es schon irgendwelche konkreten Erklärungen gäbe. Vielleicht habe ich das wirklich nur verpasst, vielleicht gibt es sie auch noch nicht. Vielleicht haben sich beide Seiten nur zusammengeschlossen, ohne schon irgendetwas konkret zu bestätigen. Denn wir haben hier oft genug darüber geredet, dass die Ukraine dringend benötigt mehr Material und vor allem auch Neuproduktion von Material, weil die Depots eben sich bereits am Ende befinden oder auf dem schnellen Weg dorthin. Und da ist es natürlich positiv, wenn Deutschland und Polen diese Situation ernst nehmen und ihre Rüstungsindustrie, die ja durchaus nicht unleistungsfähig ist, also die leistungsfähig ist, in den Dienst stellen. Und dann haben wir die Aussage aus Russland. Der SWR-Chef, das ist der Auslandsgeheimdienst der Russen, sagt, Frankreich bereite gerade 2000 Soldaten für eine Verlegung in die Ukraine vor. Das ist die Aussage von dem russischen Auslandsgeheimdienst. Wie weit das stimmt, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht ganz, nicht ganz klar zu sagen. Die, der französische Präsident Macron hatte ja gesagt, dass die, die Franzosen es in Erwägung ziehen, dass sie es in Erwägung zieht, Truppen in die Ukraine zu stecken, aber aktuell noch nicht der Zeitpunkt gekommen sei, um dieses zu tun. Von daher ist nicht ganz klar, in, in, wie, was da dran ist. Zumindest die, die Russen tun so, als ob dies bereits entschlossen, entschiedene Sache sei. Und gleichzeitig erklären sie natürlich, dass die französischen Soldaten dann ein vorrangiges Ziel sein werden, man sie also gezielt bekämpfen würde. Ob das also stimmt, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht ganz klar zu sagen. Ich würde jetzt eher Bauchgefühl sagen, dass es wahrscheinlich nicht stimmt, aber recht viel mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich zumindest von französischer Seite zum Abschluss der Recherche keine Bestätigung gefunden hätte, dass die uns dort irgendwo etwas schlauer machen würde. Gleichzeitig hat eigentlich der französische Generalstabschef Pierre Schill gesagt, dass binnen 30 Tagen die Franzosen 20.000 Soldaten äh, einsatzbereit machen könnten. Also, wenn es hart auf hart kommt, wären die Franzosen in der Lage, binnen kürzester Zeit 20.000 Soldaten in Richtung der Ukraine zu schicken, um diese äh, dort zum Einsatz zu bringen, um eben zu demonstrieren, dass die Franzosen weiterhin leistungsfähig sind. Aus den USA gibt es die Nachricht, dass vermutlich keine Munition mehr geschickt werden wird, bis der Kongress das Paket beschlossen hat, das Hilfspaket, die Finanzierung, die ja von dem Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson weiterhin blockiert wird. Es scheint mehr oder weniger sicher zu sein, dass dieses Paket eine Mehrheit im Repräsentantenhaus bekommen würde. Aber dazu muss es auf der Tagesordnung sein. Und das blockiert er weiterhin. Und die USA sagen, also, was man aus den USA hört, werden sie durch irgendwelche Buchhaltungstricks nicht mehr an weitere Munition kommen. Das ändert aber nichts daran, dass Biden nach all dem, was ich sehe, weiterhin 4 Milliarden in der Presidential Drawdown Authority, ich glaube, das ist der Begriff, der dafür gilt, also verfügbar hat, um abge ausgemustertes Material an andere zu übergeben und dort nutzt. Biden weiterhin diese Möglichkeiten nicht, was aber natürlich nicht bedeuten soll, dass Mike Johnson deswegen unschuldig sei. Man muss ja heutzutage immer auf Zehenspitzen gehen, wenn man so etwas sagt. Klar ist es, dass beide, dass Mike Johnson dieses Abkommen, obwohl es durchkommen würde, weiterhin blockiert aus puren innenpolitischen Gründen und Biden aber seinerseits ebenfalls nicht das absolute Maximum tut von dem, was er legal könnte. Rheinmetall sagt, es wolle vier Fabriken in der Ukraine eröffnen. Ich habe noch keine Details was genau, welche, was, wo, wann und wie, aber Rheinmetall betont weiter, dass sie in der Ukraine etwas aufbauen wollen, also das dürfte dann wohl wir als gute Nachricht für die Ukraine verzeichnen und von Portugal gibt es die Nachricht, dass sie sich an der tschechischen Munitionsinitiative beteiligen. Ein Moment bitte. Dann haben wir aus Tschechien die Nachricht, dass sie weitere 700.000 Schuss gefunden haben. Okay. Demnach, das wären 700.000 Granaten zusätzlich zu den ursprünglichen 800.000. Das heißt, im Ganzen hätten die Tschechen dann 1,5 Millionen Artilleriegranaten besorgt. Die sind noch nicht bezahlt. Es gab schon letzte Woche Meldungen, dass die, die 800.000 bereits finanziert seien. Inzwischen finde ich wieder Nachrichten, nein, es sind erst die ersten so und so viel 100.000 bezahlt und es hieß, die könnten in wenigen Wochen dort sein. Jetzt wird wieder von zwei, drei Monaten gesprochen. Also das ist noch nicht alles, noch nicht so ganz klar. Aber wichtig ist natürlich, dass man die Granaten erstmal zur Verfügung hat und darauf deutet sich jetzt alles. Darauf deutet alles hin, dass die Tschechische Republik in der, dazu in der Lage war, 1,5 Millionen Granaten zu besorgen, eben davon abhängig, wann sie bezahlt werden und wie sie transportiert werden können. Und wir haben eine richtig gute Nachricht für die Ukraine aus der Ukraine, ähm, denn was wir hier sehen, ist ein M1117. Und das ist wichtig, denn das Fahrzeug für sich ist nichts besonders herausragendes. Das ist ein Patrouillenfahrzeug, was auf einem älteren Modell äh, basiert, was irgendwie so aus der Zeit des Vietnamkriegs stammen sollte. Und wir sehen hier die Bewaffnung, das müsste ein automatischer Granit Granatwerfer sein und das ein schweres MG. Es ähm, ist nur ein gepanzertes Radfahrzeug, aber die USA hatten, glaube ich, 250, pro 250 davon versprochen und die kamen einfach nicht an. Die wurden einfach nicht geliefert. Die wurden meines Wissens noch im Jahre 2022 angekündigt und nie wurden sie geliefert, nie hat man etwas mitbekommen. Jetzt sind sie plötzlich in der Ukraine, zumindest die ersten. Das heißt, die Ukraine wird zeitnah dann wohl zulaufend haben 250 weiter, weitere gepanzerte Fahrzeuge. Wir sehen, wie sie es hier benutzen. Die hängen wohl außen dran. Das Ganze ist nicht unbedingt ein Mannschaftstransportwagen, auch kein Schützenpanzer, aber es bietet immerhin Panzerschutz gegen leichtere gepanzerte, gegen leichtere Waffen, gegen Infanteriewaffen etc. Und da ist damit natürlich zwangsläufig trotzdem eine Verbesserung, egal, auch wenn die Qualität für sich nicht über die Maßen gut wäre. Aber eben, wie gesagt, 250 waren versprochen worden und nun haben wir endlich die ersten, die in der Ukraine angekommen sind, die haben wir nun hier. Auf äh, Bildern belegt. Und dann haben wir noch von, aus Deutschland eine weitere Nachricht. Der, der Verteidigungsminister Pistorius hat ein weiteres 500 Millionen Euro schweres Paket angekündigt. 10.000 Granaten aus Bundeswehrbeständen, nichts Berauschendes, aber Sie wissen, die Bundeswehr ist sowieso so gut wie blank. Von daher sind 10.000 Granaten nicht ohne für die deutschen Verhältnisse. 11, äh, 100 gepanzerte Fahrzeuge, welcher Art, weiß ich nicht. Da ließe sich nur herumraten, ob das Neuproduktionen sein sollen, ob das irgendwelche Ausgemusterten sind wie Füchse oder Ähnliches. Das kann man nicht sagen. Und 100 Transportfahrzeuge seien Teil dieses Paketes. Aber wenn ich es richtig verstehe, ist das nur Teil. Das heißt, es gehört sehr wohl noch mehr dazu als diese Granaten und diese Fahrzeuge. Und das immerhin etwas Gutes, was wir hier in diesem Zeitpunkt hätten. Und das war's schon wieder heute, denn die Front bewegt sich nicht über die Maßen viel. Nur 33 Minuten Lagebrecht. Gut, noch früher waren es immer 40 Minuten. Da sind wir jetzt nicht so weit davon entfernt. Wenn es Ihnen hier gefallen hat, freue ich mich natürlich trotzdem über den Daumen hoch. Hinterlassen Sie Kommentar, was Sie von den Entwicklungen halten, von der internationalen Hilfe. Und wenn Sie neu hier sind, möchte ich Sie einladen, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu klicken. Wenn Sie den Kanal unterstützen möchten, können Sie über die Beschreibung. Dort finden Sie übrigens auch den Link zur Spendenaktion, die noch läuft, wo wir inzwischen, glaube ich, neun Fahrzeuge gesammelt haben könnten, die Menschenleben retten werden, weil sie schwer Verletzte zu einer Sammelstelle bringen können. Wenn Sie sich daran beteiligen wollen, finden Sie den Link dort ebenfalls. Und äh, nochmal der Hinweis, ich bin nach Ende des Livestreams so eine halbe Stunde später auf Twitch. Wäre schön, wenn ich Sie dort wiedersehen würde. Die Links zu den anderen YouTube-Kanälen finden Sie in der Beschreibung. Da habe ich zum Beispiel gestern, glaube ich, das Video veröffentlicht von dem Studio hier. Das hat ja ein paar interessiert. Also vielleicht ist es ja was für, sich, wenn Sie sich's, für Sie, wenn Sie sich anschauen wollen. Aber wir sind ansonsten durch. Ich mache meine Getränkepause. Und dann können wir schon zur Frage-Antwort-Runde übergehen, denn wie gesagt, äh, diesmal wieder keine eine Stunde Lagebericht, wenn es nicht nötig ist, ist ja auch nicht schlimm. Und ich nehme den Energy Drink. Wie immer, Citrus Cobra, für mich der absolut beste Energy Drink, den wir haben und ähm, den, den Holy hat. Uh, hilft mir dabei, energiegeladen zu bleiben. Ich habe ein bisschen schlecht geschlafen und daher will ich versuchen, natürlich nicht zu schläfrig zu sein hier in, dem, in, dem, in der Frage-Antwort-Runde, denn da konnte ich mich ja noch nicht mal drauf vorbereiten. Danke an der Stelle auch an die Moderatoren, die schon wieder fleißig unterstützend wirken. Dann. Da meine Assistenten nicht da sind, brauchen wir die Kamera nicht. Dann können wir mit der Frage-Antwort-Runde anfangen. Tabulation sei schon an. Australien soll eine recht passable Rüstungsindustrie haben. Können dort nicht auch Granaten für die Ukraine produziert werden? Oder sind, das Kos sind die Kosten in Australien noch höher als in Europa? Ähm, kann ich nicht sagen, wie. Also die haben eine Rüstungsindustrie. Die stellen ja unter anderem die Bushmaster her. Sie stellen äh, zum Teil auch Fahrzeuge in Lizenz her. Ja, die müssten nach normalen Maßstäben Artilleriemunition produzieren können. Aber Sie merken schon, ich, ich, ich äh, äußere hier Erwartungshaltung. Ich habe keine Ahnung über die Größe der Produktionskapazitäten. Wenn Sie welche haben, können Sie die natürlich für die Ukraine in Dienst stellen. Wären die Produktionskosten dort höher als in Europa wahrscheinlich? Denn das Lohn, die Lohnkosten sind in Australien wohl ziemlich, ziemlich hoch. Und dann kämen noch Transportkosten hinzu. Andererseits ist es natürlich so, dass die Hälfte der Weltwirtschaft sich nominell auf die Seite der Ukraine gestellt hat. Also an sich sollte es daran nun wirklich nicht scheitern, ob eine Granate 500 Dollar teurer ist, als wenn sie woanders produziert wird, wenn sie benötigt wird. Firefly, danke für die Unterstützung. Laut russischem Geheimdienst plant Frankreich die Entsendung von 2000 Soldaten in die Ukraine zur Grenzsicherung zu Belarus. Wie viel ist da dran? Was würde da. Das für Russland, Ukraine, NATO bedeuten? Was halten Sie davon? Ja, wie viel dran ist, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Für die Ukraine wäre das natürlich eine große Verbesserung, weil sie damit Truppen abziehen könnten und Frankreich damit mehr oder weniger sicherstellen würde, dass von dort kein russischer Angriff kommen würde. Russland müsste Stünde vor der Wahl, ob sie es riskieren wollen. Es kann natürlich sein, dass man auf russischer Seite so selbstbewusst ist, wenn man damit erfolgreich ist, dass man die Franzosen angreift und dann steht Frankreich vor der Wahl, wie es darauf reagiert. Und dann hat Frankreich nur zwei Möglichkeiten. Es kann deeskalieren, also abziehen, oder es muss eskalieren. Also es muss irgendetwas gegen die Russen tun, wenigstens äh, mehr Material schicken, mehr Soldaten schicken, vielleicht die Luftwaffe schicken oder ähnliches. Das heißt, das Ganze wäre dann irgendwie einfach weitermachen, als ob nichts passiert wäre, könnte man nicht nicht tun. Die große Frage wird sein, wollen die Russen das riskieren? Wie ernst nehmen sie Macron, denn das ist am Ende dann eine Willenssache. Das ist eine Sache des Willens der beiden Nationen. Glauben die 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 Russen, dass die Franzosen sofort einknicken, wenn das gelingen würde? Wenn es den Russen gelingt mit einem Angriff auf die Franzosen, die Franzosen zur wilden Flucht zu verleiten, dann ist die Aussicht auf spätere Militärhilfe für die Ukraine noch mal dramatisch schlechter geworden, als wenn man gar nichts geschickt hätte. Also das kann ich nicht wirklich beurteilen, weil ich nicht sagen kann, wie weit man auf beiden Seiten bereit ist zu eskalieren, wenn es dazu kommt. Steht ja nur alles andere, steht ja noch gar nicht sicher. Für die Ukraine würde es bedeuten, dass sie Personal abziehen kann, was sie dann an andere Teile der Front schicken kann. Denn wenn die französischen Soldaten dort in Schützengräben sitzen, dann ist die Front ja verteidigt und gleichzeitig ist es natürlich so, dass für die Russen im Falle erneuten, eines erneuten Angriffs bedeuten würde, sie müssten auf französische Soldaten schicken, schießen, was eben dann erneut zu dieser dieses Risiko der Eskalation bringen mit sich bringen würde. Das heißt, der wahrscheinlichste Ausgang wäre wahrscheinlich, dass nichts passiert. Denn ich kann es mir nicht recht vorstellen, dass die Russen es riskieren wollen. Andererseits, wenn sie eine schleichende Eskalation von NATO-Staaten verhindern wollen, dann wäre das natürlich der richtige Zeitpunkt. Da müssten sie sofort zuschlagen, bevor sich dort viel etabliert. Sie müssten frühzeitig jeder Nation sagen, wenn ihr welche schickt, dann schicken wir sie euch in Sagen nach Hause. Also das dürfte sehr interessant werden, um es mal so zu sagen. Für die Ukraine sehr gut. Ähm, wenn es klappt, dass Frankreich die Russen damit abschreckt, ist es relativ gefahrlos für die, die Franzosen. Denn es gibt aus Belarus, ist mir nicht bekannt, dass es in letzter Zeit irgendeinen Beschuss gegeben hätte mit Artillerie oder ähnlichem. Denn es müssten ja auch die belarussischen Streitkräfte sein. Russische sind ja kaum noch in, der, in Belarus. Das heißt. Die französischen Soldaten würden dort nicht aktiv bedroht werden, sie würden nicht aktiv bekämpft werden und gleichzeitig könnten sie der Ukraine abschreckend helfen, wie auch durch eine Entlastung, eine personelle Entlastung. Wäre ja, großartige Hilfe für die Ukraine, aber wie gesagt, die große, die große Frage wäre, was tun die Russen? Denn die haben gerade erklärt, das wäre dann sozusagen fair game, die wären vogelfrei, französische Soldaten, man würde die gezielt bekämpfen. Da wird dann die große Frage sein, machen sie ernst oder nicht? Also, es wird spannend werden von welchem Kampfpanzern gibt es noch nennenswerte Bestände? Es waren ja mal mehr waren ja mal Challenger 1 und IMX 30 im Gespräch. Was wäre sonst noch verfügbar? Herumstehen irgendwo in anderen Nationen tut noch vieles, und es gibt viele Nationen, die ihren Bestand ausmustern und erneuern. Die Kuwaitis haben wahrscheinlich noch M84, das sind jugoslawische äh, T72 die Kroaten haben, haben noch M84, die sie eigentlich auch gerne mal gegen Leopard 2 ersetzen wollen. Ich glaube, die haben doch auch schon einen Vertrag unterzeichnet oder sind zumindest kurz davor, Leopard 2 A8 zu bekommen. AMX 30 sind in die halbe Welt exportiert worden. Die gibt es im Nahen Osten vor allem noch und die Franzosen könnten zumindest theoretisch auch welche auf Lager haben, aber wahrscheinlich nicht, weil ansonsten würde man davon ausgehen, dass sie bereits geliefert worden wäre. Leopard 1 haben, sind noch eine Menge im Einsatz. Wie viele davon verfügbar sind, ist dann immer die große andere Frage, denn die Griechen haben mehrere hundert davon, aber die brauchen sie halt. Das heißt, wenn sie die nicht zeitnah ersetzt bekommen, wird es immer und so weiter und so fort. Die Briten haben theoretisch, glaube ich, über 200 Challenger 2 auf Lager, aber die wollen sie als strategische Reserve ganz offensichtlich behalten und nicht den Ukrainern liefern. Und so kommt es kommt es eben dazu. Das, was schnell verfügbar war, gerade in westlichen Staaten, ist zu guten Teilen bereits abgegraben, abgegrast, das muss man einfach realistisch sagen. Die einzige Nation mit nennenswerten Beständen sind die USA und die haben zum jetzigen Zeitpunkt sich nicht entschieden, weitere Abrams zu schicken, zumindest soweit wir das wissen. Anonymus, wie gefährlich eskalierend sind die ukrainischen Angriffe auf Belgorod, Russland, Kernland mit etwas... Mit was für Konsequenzen ist zu rechnen? Und warum traut, sie, traut die Ukraine sich derzeit diese Angriffe vorzunehmen? Die Ukraine sorgt ein bisschen dafür, dass sie sozusagen ein bisschen Distanz wahrt, indem sie keine eigenen Soldaten mitschickt, zumindest nicht in nachweisbarer Art und Weise. Es wird ja gerne dann noch irgendwie behauptet, es behauptet, seien eigenständige Truppen. Das ist natürlich völliger Unsinn, so viel sollte klar sein. Diese, diese ukrainischen Freiwilligen. Die, die russischen Freiwilligen auf ukrainischer Seite, die sind natürlich durch die Ukraine ausgestattet. Die haben ihre Kampfpanzer, ihre Schützenpanzer, auch ihre Gewehre nicht im Flohmarkt gefunden, gekauft und irgendwo in, in der Heide herumliegen sehen, sondern die haben sie vom ukrainischen Militär oder vom ukrainischen Geheimdienst gehalten. Und wenn die wenn sie dort kämpfen, brauchen sie Nachschub und Versorgung und die wären sofort weg, wenn sie handeln würden ohne Zustimmung der ukrainischen Seite. Also hier müssen wir klar sagen, egal was die Behauptungen sind, diese Angriffe sind von der ukrainischen Führung sanktioniert. Die, die sagen, das ist in Ordnung so, macht mal, was ihr wollt. Was ist, ähm, von ukrainischer Seite glaubt man, dass die, die Auswirkungen gering genug sind. Denn ansonsten würde man das Risiko nicht eingehen, auch dadurch, dass es eben keine regulären Einheiten sind. Und die, der große Sinn dabei ist die, die Frage. Letztendlich geht es wahrscheinlich darum, russische Truppen zu binden, a) Putin zu brüskieren im Rahmen der Präsidentschaftswahl, denn die ist ja oder der sogenannten Präsidentschaftswahl. Wir sollten nicht so tun, als ob das was Legitimes gewesen wäre, was in Russland jetzt passiert ist. Da ist es so, dass das natürlich, wenn während dieser Angriffe auf Russland stattfinden, dass das eine Peinlichkeit ist. Für ihn gerade für ihn als starken Mann, dass die Ukraine, die er vor über zwei Jahren angegriffen hat, immer noch zu so etwas in der Lage ist. Also wir können das als Hintergrund dabei sehen und theoretisch kann es natürlich den militärischen Nutzen haben, dass es die Russen zwingt, mehr Einheiten in Reserve zu halten, die hier herangeführt werden können, um in künftigen Angriffen dieser Art äh, eingesetzt zu werden. Aber der allgemeine, der große Effekt dürfte wahrscheinlich überschaubar sein, denn wie wir, so wie es aussieht, sind diese Kräfte, die die Invasionen nach nach Russland hinein durchführen, zu schwach, um substanziell etwas zu verändern. Wir reden ja nicht von 15.000 Mann, die, die in den Vorstädten von Belgorod sich festgesetzt hätten. Das wäre eine völlig andere Geschichte. Wir reden von wahrscheinlich wenigen hundert. Äh, manche Zahlen behaupten bis zu zweieinhalbtausend, was schon sehr großzügig wäre. Äh, ich kann die Zahlen nicht einschätzen, aber wir reden auf jeden Fall nicht von riesigen Einheiten, die mit großer Mannstärke die Grenze überqueren würden und das alles. Lässt dann durchaus fraglich sein, wie weit der, der größere militärische Sinn darin überhaupt besteht. Wie eskalierend sind die? Ich glaube nicht, dass die Ukraine damit ein nennenswertes Risiko eingeht. Putin spricht immer wieder davon, dass er jetzt einen Sicherheitskorridor errichten würde, aber mit welchen Truppen, ist die erste Frage. Denn den, wenn, wenn er die Ukrainer 50 Kilometer von der Grenze wegdrängen will, damit sowas nicht mehr passiert, dann muss er ukrainische Truppen besiegen. Und die Russen haben es gerade schwer genug im Donbass. Sie rücken dort zwar an mehreren Stellen vor, aber eben meterweise. Und mal schnell 40 Kilometer zurückschieben kann man die, die Ukrainer nicht. Und den Russen fehlen einfach die Reserven, um so eine neue Front zu eröffnen. Von daher ist das Risiko für die Ukraine wahrscheinlich ein gutes Stück weit überschaubar. Denn auch das davon auszugehen wäre, dass ein Friedensschluss vorher ein viel bessere Bedingungen ermöglicht hätte, aber wegen der Angriffe jetzt Russland sich weitere Provinzen holen würde, ich glaube, das ist unrealistisch. Russland wird sich holen, was es bekommt. Kann und es wird sich holen, was es will, wenn es das bekommen kann. Aber ukrainische Angriffe werden daran keine Auswirkungen haben, denn von russischer Seite ist beispielsweise Kharkiv ohnehin bereits wieder als russische Stadt bezeichnet worden. Das heißt, die will man effektiv so oder so, auch wenn man das Gebiet aktuell noch nicht annektiert hat. Gibt es Informationen, wo Tschechien die Granaten gefunden hat? Nein, zumindest keine, die mir vorliegen. Äh, gemunkelt wird gerne davon, dass es vielleicht die äh, frühere Kunden. Der tschechischen Rüstungsindustrie gewesen sein. Denn zu denen hat man dann natürlich gute Beziehungen. Das ist, das ist ja einer der wichtigen Gründe, warum Rüstungsexporte so wichtig für eine Nation sind. A. Verringern sie natürlich die Stückkosten im produzierenden Land. Das heißt, die Bundeswehr bekommt billigere Panzer, wenn man viele Panzer exportiert, weil die, die Serienfertigung effizienter wird und die, die Entwicklung, Entwicklungskosten auf mehr auf eine höhere Stückzahl umgelegt wird. Aber vor allem erlauben sie eine politische Einflussnahme. Wir sehen das mit der Schweiz, deswegen brechen die Schweizer Rüstungsexporte gerade ein, weil die Schweiz sozusagen demonstriert, was passiert, wenn man jemanden verärgert, von dem man Waffen kauft. Die, bei der Schweiz ist das Problem nicht das Verärgern, sondern eher ihre Neutralitätspolitik. Aber der Effekt, dass Munition zum Beispiel nicht geliefert werden kann, weil die Schweiz sagt, wir geben euch nichts der ist ja identisch, ob das nun aufgrund einer Neutralität in der Verfassung erfolgt oder weil die Regierung sagt, ihr wart böse oder ihr habt euch dem feindlichen Lager angeschlossen. Wenn, wenn ähm, Russland zum Beispiel kann nachhaltig verhindern, dass Indien sich auf die Seite der Ukraine schlägt, indem es Indien so viel Waffen verkauft hat, dass Indien von Russland abhängig ist. Und das ist der Sinn von Rüstungsexporten, dass man Beziehungen schafft, die eng, eng sind und die einem Einfluss auf das Land ermöglichen. Und hier wäre zumindest davon auszugehen, dass Tschechien die genutzt hat. Dass also die tschechische Rüstungsindustrie weiß ja, an wen sie verkauft hat. Und zu diesen Staaten bestehen gute Beziehungen, und die sagen: Hey, wir, ihr wollt vielleicht noch ein paar Artilleriegeschütze mehr. Da las, las, ihr, ihr habt früher schon von uns gekauft, wir produzieren die Waren. Das heißt, wenn er sie uns zurückgibt, wird es keiner merken, denn die tschechischen, die, die, die Bestandteile der Hülle zum Beispiel, eine Granate besteht ja aus Stahl. Und der Stahl ist der Stahl ist eher auf der molekularen Ebene wahrscheinlich auf, auf äh, oder möglicherweise auf bestimmte Herstellungsorte zurückzuführen, weil die eben geringfügig anders die, die, äh, die, die äh, Hütten Geringfügig anders arbeiten. Das ist zumindest das, was ich aus anderen Kontexten kenne. Daher würde es nahelegen. Und wenn also die, die Tschechen von Kunden Granaten zurückkaufen, dann ist es effektiv so, als ob sie die selbst hergestellt hätten. Dann wird nicht nachweisen lassen, ob sie die nun aus Pakistan bekommen haben, aus, Ägyptien, aus Ägypten, aus Algerien oder, oder aus eigener Fabrikation. Die sind tschechische Granaten und daher können die Russen auch niemanden zur Verantwortung ziehen, sofern sie nicht nachweisen können, dass die Algerier ihnen, die, die Algerier beispielsweise die Granaten zurückgeschickt haben. Das wäre dann naheliegend und dem entsprechenden Land könnte, könnte die Tschechische Republik natürlich auch versprechen, dass es anschließend die, die Granaten wieder ersetzt. Denn die Nation kauft die ja in der Regel nicht grundlos, sondern weil es möglich hält, sie zu benötigen. Also das wäre das naheliegendste, wenn wir wissen wollen, wo kommen die Granaten her, sollten wir wahrscheinlich schauen, an wen hat die Tschechische Republik in den letzten 40, 50 Jahren, also auch noch als Tschechoslowakei, an wen hat die Granaten verkauft? Dann haben wir ziemlich sicher die, die Gruppe, aus der die Granaten kommen dürften. Für ein anständiges Baguette, fünf gerade, Dankeschön. Ich hatte noch überlegt, ob ich das Thumbnail mache. Ähm, für diesen, wo habe ich es hier? Das sollte eigentlich Thumbnail werden. Mit französischen Soldaten auf dem Weg, aber dann dachte ich mir, es ist vielleicht doch ein bisschen zu provokant, auch wenn ich es ganz lustig fand, dass die französischen Soldaten interessant, dass die Baguette hier sogar Magazine haben. Ähm, die die Wunder der künstlichen Intelligenz. Vielen lieben Dank fünf gerade für die Unterstützung. Scholz sagte heute, dass Russland nicht so stark sei, wie man denkt. Was halten Sie von dieser Aussage und für wie stark halten Sie die Bundeswehr? Ähm, ist, die Frage ist, wie, wie, was denken Sie, wie stark Russland ist? Wenn man glaubt, wenn wir jetzt, Sie wissen, ich ich, ich stichel gerne gegenüber denen, die immer erklären, die Russen sind schon am Ende und vor allem die die es 2022 erklärt haben und so weiter, die es 2023 erklärt haben, wenn man natürlich einer der der Meinung ist, die Russen brechen nach drei Tagen ukrainischer Gegenoffensive in sich zusammen und es gibt Massenkapitulationen und der Rest rennt weg, so schnell er kann, dann sind die Russen eindeutig stärker als das, was man dort erwartet hat. Das ist nun inzwischen mehr als klar. Das heißt, um diese Aussage in irgendeinen Kontext zu setzen, müsste man zunächst mal festlegen, was heißt, als man denkt. Wer, als wer denkt. Also, dass Russland nicht das unbesiegbare, mächtige Land ist, ist völlig klar. Seine Menschenreserven sind groß, aber sie sind nicht unbegrenzt. Und dazu hat Russland noch das demografische Problem, dass es gerade auch ein Stück weit das Potenzial seiner Zukunft verheizt. Das sind alles Dinge, die, die mitzählen. Wir, es gibt genügend Argumentationen, dass die russische Rüstungsindustrie bereits sich selbst kannibalisiert, also in Kürze die Produktion auch wieder sich verringern wird. Das kann ich nicht beurteilen, wie weit es stimmt, aber es gibt zumindest ein paar Hinweise, dass Russland hier ähm, keineswegs der, der, der Riese ist, der Titan der am Ende garantiert siegen wird und Sie wissen, ich betone die gesamte Zeit, die Ukraine kann den Krieg nach wie vor gewinnen und die Ukraine kann den Krieg als deutlich kleineres Land als sowohl geografisch als auch als Land, das zu 20 Prozent, 20 bis 25 Prozent besetzt ist, als auch als Land mit, mit einem Viertel bis einem Fünftel der Bevölkerung, je nachdem, wie man es zählt, wer geflohen ist und wer im besetzten Gebieten ist, vielleicht sogar einem Sechstel der Bevölkerung, kann sie es trotzdem gewinnen und das zeigt bereits, dass die Russen eben nicht der riesige unbesiegbare Titan sind, den manche gerne aus ihm machen. Ich bin der festen Überzeugung, die Ukraine kann den Krieg nach wie vor gewinnen. Und das sagt es eigentlich bereits aus, dass die Russen weniger stark sind, als es manche äh, darstellen würden. Tim K., hallo Herr Heinrich, wie kommt Unterstützung aus dem Westen, Waffen, Munition, Technologie etc., von den Russen unentdeckt und unbeschadet an die Front? Wurden schon Lieferungen nach der westlichen Grenze zerstört? Danke für die Arbeit. Nahe der westlichen Grenze können wir sagen, ja, denn die, die Ukrainer haben ja ein, haben ja ausländische Freiwillige rekrutiert. Und das war ja effektiv Unterstützung. Und die sind ja auf diese, diese Basis gegangen. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Die war hier irgendwo in der Nähe der polnischen Grenze, irgendwo hier war das so 30 Kilometer von der Grenze entfernt und die sind dort alle angekommen, in, nach, so eine Woche nach Kriegsbeginn. Und die Russen haben daraufhin einen massiven Raketenangriff auf diese Basis durchgeführt und da wahrscheinlich Dutzende, je nach Berichten, sogar mehrere hundert ausländische Freiwillige unmittelbar getötet bei diesen Angriffen dort. Wenn wir so wollen, war das bereits ein erfolgreiches Abfangen ausländischer Hilfe. Die Russen selber auf russischen Millblocks, Russischen Millbloggern wurde immer wieder behauptet, man habe gerade dies und jenes vernichtet. Ich erinnere mich zum Beispiel kürzlich an den Fall oder kürzlich so vor drei, vier Monaten, da hieß es auf einem russischen Millblogger, dass man in Cherson in ein, ein Lagerhaus zerstört habe, in dem 30 oder 40 Marder Schützenpanzer gewesen seien, die dort irgendwie gelagert gewesen wären, theoretisch für, um eine weitere Invasion über den Ibro zu unterstützen. Belege fehlen halt hier in der Regel. Was wir in der Regel nicht haben, ist, dass wir zum Beispiel sehen, dass ein, ein Lagerhaus, in dem fünf Heimers starter stehen, dass dieses zerstört wird. Das haben wir in der Regel nicht. Das heißt übrigens nicht, dass es nie passiert ist. Das ist durchaus möglich, dass den Russen gelungen ist. Wir sehen immer wieder, dass die Russen Lagerhäuser angreifen, auch mal irgendwie landwirtschaftliche Gebäude, landwirtschaftliche Lagerhäuser, in denen Getreide gelagert würde, wo aber gerade gar keines drin ist. Und dann fragt man sich, warum zum Teufel schmeißen die ne, einen Marschflugkörper weg für ein Lagerhaus, für Getreide, in dem noch nicht mal Getreide ist. Und da liegt dann immer nahe, dass sie erwarten, dass in diesem Gebäude was äh, geparkt wurde. Sei es Waffen, sei es Munition, denn die will man ja überdacht haben. Und dann nimmt man natürlich das, was verfügbar ist und ein größeres Lagergebäude, was halt für Stückgut gedacht war, würde sich dafür ja sehr gut eignen. Also wir wissen, dass die Russen es versuchen. Das Gesetz der Riegel sagt, sie waren auch das eine oder andere Mal damit erfolgreich. Aber wenn die ukrainische Geheimhaltung läuft, dann wird das die Öffentlichkeit, dann werden die das uns nicht sagen. Die Ukrainer werden nicht sagen, verdammt, von den 31 Abrams haben die Russen uns schon 10 bei der Anfahrt zerstört. Das werden wir niemals hören, selbst wenn es stimmen würde. Das müssen wir auch klar sagen. Also, wir wissen, die Russen versuchen es. Wir wissen, dass wir es wahrscheinlich nicht herausfinden würden, wenn sie damit erfolgreich wären. Aber was wir auch wissen, ist, dass es extrem schwierig für die Russen ist. Denn die, die Fahrzeuge sind natürlich gerade das Material, Munition wie auch wie auch Waffen sind hochwertige Sachen. Die Russen werden Spione haben, die Russen können aus Polen vielleicht die, die Anfahrt zum Teil beobachten. Aber solange das Material in Bewegung ist, brauchen sie im Prinzip eine Kraft vor Ort, die die Waffen hin, ins Ziel leitet. Denn wenn die auf einem LKW, wenn wir auf einem LKW einen Kampfpanzer haben und der führt über die Autobahn, dann kann ich den nicht mit einem Marschflugkörper vernichten? Wenn dieser Marschflugkörper nicht äh, entweder eine direkte Verbindung zu mir unterhält, sodass ich nachkorrigieren kann, oder wenn er nicht eine künstliche Intelligenz hat, eine Software hat, die das Ziel erkennt, die weiß, wie ein Panzer auf einem, auf einem Tieflader aussieht, um diesen sich auszuwählen, sondern ich kann eigentlich nur programmieren, dass ich sage, die Straße hier soll an diesem Punkt um die und die Zeit angegriffen werden. Und wenn ich mich dann natürlich verrechne, weil der, der Lkw-Fahrer hier eine Kaffeepause macht oder eine Toilettenpause, dann schlägt das Ding natürlich ein und trifft nichts. Also es ist für die Russen extrem schwer, das vor Ort zu vernichten, sofern sie nicht vor Ort jemanden haben, der beispielsweise mit einem Laser. Laser das Ziel markiert, sofern sie nicht Kampfhubschrauber oder Kampfflugzeuge dort vor Ort haben. Wenn hier natürlich jetzt ein russischer ein russisches Kampfflugzeug kreist und der der Pilot mit seinen Sensoren das Ziel am Boden erkennt, dann kann er natürlich eine Präzisionswaffe darauf schießen und dies zerstören. Aber weil die die ukrainische Luftabwehr die ukrainische Flugabwehr dafür sorgt, dass dies nicht gelingt dass es den Russen aktuell nicht möglich ist, sehen wir sehr, sehr wenig und ist auch nicht zu erwarten, dass sie besonders viel zerstören, weil eben das Land verdammt groß ist und es nicht nur eine, eine Straße gibt. Und wenn sie nicht eine Brücke zerstören wollen, in der Hoffnung, dass der, das Fahrzeug gerade drauf ist, erreichen sie nichts. Denn selbst wenn sie hier eine Brücke zerstören, dann fährt das Ding halt einen Umweg und kommt trotzdem an. Dann verzögert sich halt die Lieferung an der Front, aber die Lieferung wird nicht zerstört. Also es, die große Schwierigkeit der Russen ist es, die... Weit von der Front entfernt überhaupt zu identifizieren und um dann zuverlässig zu zerstören. Wir sehen aber, wie gesagt, mit den Angriffen auf die Lagerhäuser, die immer wieder es Bildbillige gab. Eigentlich in letzter Zeit habe ich jetzt keine gesehen, das heißt aber nicht, dass sie nicht stattfinden. Aber mit diesen Angriffen haben wir immer wieder gesehen, dass die Russen es ganz offensichtlich versuchen. Denn ansonsten ergab, ergaben viele dieser Angriffe wenig Sinn, warum sie ansonsten stattgefunden haben sollten, außer dass eben die Russen versuchen, Lagerhäuser zu erwischen, in denen die Ukrainer etwas gelagert haben könnten. Dr. Milzbrand, guten Abend. Ähm, gern wieder meine kleine Unterstützung für Ihren Kanal und Ihre Arbeit. Schöne Grüße. Vielen lieben Dank, Dr. Milzbrand. Dankeschön. Wären die Drachenzähne deutscher Bauart aus dem Zweiten Weltkrieg nicht besser geeignet? Da war die vordere Reihe immer mit der hinteren Reihe verbunden. Sie meinen die aus dem Westwald, da haben wir ein schönes Bild. Westwald, Drachenzähne. Ich kann es mal schnell raussuchen. Die Höckerlinie haben wir hier zum Beispiel. So das hier. Vermutlich sind die jetzt zu klein, wenn wir uns die Größe anschauen, weil die Panzerfahrzeuge heute größer und stärker sind. Was natürlich der Vorteil ist, ist, dass die einbetoniert sind und damit nicht umgekippt werden können. Aber es muss klar gesagt werden, dass der Aufwand halt viel, viel größer ist. Ich muss hier vor Ort mit Leuten hingehen, vor Ort arbeiten, vor Ort mich in den Boden hineingraben, die die Verstärkungen verlegen, vor Ort den Beton mischen etc. Und dass das wahrscheinlich besser wäre, davon gehe ich zumindest mal aus. Was wir allerdings hier haben, wo haben wir äh, Jetzt finde ich es nicht mehr. Hier. Was wir hier haben, können wir sehen, das wird einfach in irgendeiner Lagerhalle gebaut. Das heißt, die kann ich theoretisch, wenn die Logistik nicht so sehr ein Problem ist, kann ich die in Lemberg bauen, bei einem, weil ich dort ein, ein Betonwerk habe, was Überkapazitäten hat. Die machen das einfach in Serienfertigung. Die, die stellen die Tag und Nacht her. In Großserie und dann lade ich sie auf den LKW und Phase überall dorthin, wo ich sie brauche. Und ich sehe hier ja die, wo war es jetzt wieder? Finde ich es wieder nicht. Was hier? Ja, hier kann man ja diese Haken sind ja nicht nur zum, diese Ösen, wenn man so will, die sind ja nicht nur zum Verbinden da, sondern an denen kann der Kranz hochheben. Das heißt, wären die anderen besser, davon ist wohl auszugehen. Aber es ist, ähm, es ist wirtschaftlicher, es anders zu machen. Gerade wenn ich nicht, wenn wir uns den Westwall anschauen, das war über Jahre geplant, dann war es ein Stück weit eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das hat meines Wissens der Reichsarbeitsdienst gebaut. Das heißt, das waren effektiv halbe Sklavenarbeiter, die einfach, einge also verglichen mit dem, was die Nazis sonst gemacht haben, will ich nicht, nicht den Reichsarbeitsdienst als Sklavendienst ähm, verharmlost sehen. Verglichen mit den Sklaven, die die Nazis sonst gehabt haben. Aber das waren Leute, die eingezogen wurden zum Reichsarbeitsdienst. Die haben vermutlich nur ein Taschengeld bekommen oder irgendwas in der Größenordnung. Die wurden nicht als vollwertige Arbeitskräfte bezahlt. Das würde ich zumindest erwarten. Und hier hingegen ist dies nicht der Fall. Das sind keine, keine eingezogenen Arbeiter, sondern das sind entweder Militärs, die normalen Sollte erhalten, oder es sind die Unternehmen, die normale Rechnungen schreiben. Und dann ist es schlicht wirtschaftlicher, dass sich das Zeug irgendwo an. Dort, wo ich genügend Beton habe, in Serie herstelle und vor Ort fahre und dort platziere. Deswegen da sehen wir die Unterschiede, schlicht einfach aus den, der Wirtschaftlichkeit begründet. Und Jaroslavl war es, das hat mir ähm, Fassi rausgesucht. Hier war der Angriff auf den, auf, die, ähm, auf den Truppenübungsplatz, der hier ist. Und das hier ist die Grenze, das war der Angriff zu Beginn des Krieges, von dem ich gesprochen hatte. Frankreich ist nicht mal unter den Top 10 der Unterstützer der Ukraine, ist das Gerede von französischen Bodentruppen für die Ukraine nur eine Nebelkerze, um davon abzulenken. Nicht zwingend. Ich würde sagen, warten wir ab. Was sollen wir sonst dazu sagen? Denn wir müssen, wir müssen sehen, dass die Franzosen, wenn sie das machen, wenn die Franzosen jetzt plötzlich von hier bis hier die Front sichern und damit 10.000 ukrainische Soldaten freisetzen oder sogar mehr. Denn wie gesagt, an sich sollten wir erwarten, es sind deutlich weniger französische Soldaten nötig als ukrainische, a, weil sie besser sind, denn hier steht eher die zweite Garde, hier stehen nicht die Eliteeinheiten der Ukrainer. A, weil sie besser sind und b, weil die Abschreckungswirkung höher ist. Wenn also hier die Franzosen sind und die damit 10.000, 15.000 Mann freisetzen, dann ist das auch was wert. Und dann ist es mitunter wert als mehr wert als 15 AMX 30 aus irgendeinem Depot. Dass die Franzosen mehr tun können und mehr tun sollten, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber wir dürfen die Bereitschaft, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass französische Soldaten in die Ukraine gehen, dann ist das auch eine Hilfe, die, wenn man so will, größer als manche materielle Hilfe einzuordnen sein sollte. Weil das ist ein erhebliches Risiko, was man auf diese. Also, ich würde ich würd nicht das vorschnell als Nebelkerze. Ver verurteilen, aber dass die Franzosen mehr tun sollten. Ich denke, darauf kann sich jeder einigen, wenn wir hören, dass sie noch nicht einmal die, die César selber bauen wollten. Ich, was waren es? 72, also bauen schon 72 César, soll die Ukraine bekommen und Frankreich bezahlt 12. Und der Stückpreis waren, glaube ich, 4 Millionen. Also sie waren noch nicht mal bereit, die 60 Stück selbst zu bezahlen für gerade mal 240 Millionen. Verglichen damit, dass Deutschland gerade wieder 500 Millionen angekündigt hat, ist es tatsächlich erbärmlich. Das muss man sagen. Aber dafür haben sie Skalp geliefert. Dafür sind sie bereit Soldaten zu schicken, sagen sie zumindest. Also nicht jede Hilfe ist irgendwie gleichwertig. Das ist und nicht jede Hilfe nicht der finanzielle Wert alleine bestimmt auch nicht. Also, wir sollten es uns anschauen. Aber dass die Franzosen auch wegen ihrer Wirtschaftskraft mehr tun könnten, ich glaube, darauf kann sich jeder einigen, der die Ukraine unterstützt sehen will. Julian, ha Julian Hausmann, danke für die Unterstützung. Ähm, die habe ich schon beantwortet. Und der C, der Q tut weh. Okay. Der C, der Q tut weh, alles klar. <laughs> äh, danke für die Unterstützung. Hallo Heinrich, Putin war ja. Zu Beginn des Jahrtausends vergleichsweise offen gegenüber dem Westen. Welche Momentereignisse waren Ihrer Meinung nach ausschlaggebend für den Richtungswechsel bzw. Wende von Putin? Gab es überhaupt einen solchen? Ähm, wir haben einerseits natürlich die Weiterentwicklung im Kosovo und äh, zum anderen ist es so, dass Putin das Land in einer Situation der Schwäche übernommen hat. Er selber hat ja den, den Zweiten Tschetschenienkrieg vom Zaum gebrochen, höchstwahrscheinlich durch Terrorakte des FSB, der eigene Hochhäuser gesprengt hat mit mehreren hundert Toten. Dafür gibt es zumindest starke Hinweise dazu, dass es der FSB selbst war, um so den Krieg provozieren zu können. Dabei konnte er natürlich nicht gebrauchen, dass der Westen sich ihn als Feind sieht. Wenn es heute einen Aufstand in Tschetschenien gäbe, dann gäbe es sicherlich von Seiten des Westens Überlegungen, ob man nicht die Rebellen mit Waffen versorgen könnte, um es den Russen schwieriger zu machen. Das heißt, es war schon aus diesem Grund war es für Russland extrem wichtig, dass es den Westen sich annähert, dass es freundlich zum Westen ist und der Westen es nicht als Gefahr sieht, weil es auf diese Art und Weise erstmal zu Hause aufräumen konnte. Dann die, die, hat er intern, musste er seine Macht festigen, auch dabei schafft man nicht gleich einen Feind im Äußeren. Russland generell war ein sehr schwaches Land als erstes übernommen hat. Er konnte dann eben durch eine Wiederherstellung der Ordnung und durch die steigenden Einnahmen aus Kohlenwasserstoffen, konnte er dann das Land unter Kontrolle bringen. Aus Witz, zu seinem Zeitpunkt, völlig, die, die, völlig veraltet, die Struktur, schlechte Struktur, da gab es dann erhebliche Reformen auf russischer Seite, das heißt es war aus Eigennutz. Dazu muss er ja wohl Clinton gefragt haben, wann Russland eine Einladung erhalte, um der NATO beizutreten. Also hat er vielleicht zu dem Zeitpunkt ähm, als frischer Präsident noch der war vielleicht noch der Ansicht, dass es zu irgendeiner Einigung mit dem Westen kommen könnte, aber wir sehen anschließend die Entwicklung. Ähm, es gab, wir sehen auch, dass die Entwicklung, die die, es gibt irgendein Ereignis. Es fällt mir nur gerade nicht ein. Das liegt jetzt wahrscheinlich daran, dass ich ein bisschen, dass ich wirklich schlecht geschlafen habe, denn wir sehen, dass sie 2000 sechs, glaube ich, war es, noch gesagt haben, wenn die Ukraine der NATO beitritt, ist es, ange ist es eine Sache der Ukraine. Da wurde noch nicht erklärt, das sei völlig inakzeptabel. Es gab in den 2000ern gab es noch diese Erklärung. Allerdings sehen wir schon 2008 den Einmarsch in Georgien, den Krieg mit Georgien, wo ab dann es schon in eine klare Richtung geht. Ich bin mir sicher, es gab ein Ereignis, aber ich stehe gerade auf dem Schlauch. Von daher, ähm, ja. Würde ich, ich würde es gerne besser beantworten können. Aber ich, wie gesagt, ich merke gerade wirklich, dass ich nicht besonders gut geschlafen habe. Tut mir leid. Und vielleicht sollte ich dann nicht noch ein bisschen mit, mit Energy-Drink weiter äh, an, anfeuern. Ist Ihnen eventuell bekannt, wie weit Luftabwehr mittels Laserstrahl entwickelt ist? In Deutschland und Großbritannien wird das aktuell erprobt. Wäre dieses System für massenhafte Drohnenabwehr effektiv? Ähm, es gibt schon angeblich serienreife Flugabwehr mit Lasern. Ich glaube, auf einem Schiff war sie schon verbaut. Es gibt schon was auf Fahrzeugen. Wie weit die serienreif sind, also tatsächlich effektiv, weiß ich noch nicht. Weiß ich schlicht nicht. Klar ist, dass es ein Potenzial hat. Die große Frage wird natürlich immer die Energieerzeugung sein. Der große Nachteil dabei ist allerdings, dass eine, eine Fliegerabwehr mittels Laser ein, ein sehr einseitiges Waffensystem ist. Wenn wir uns den Gepard anschauen, den, den Flakpanzer Gepard. Ja. Dann haben wir ein Fahrzeug, was... Zur Drohnenbekämpfung geeignet ist, natürlich auch um Marschflugkörper und Flugzeuge anzugreifen. Soweit so gut und ein guter Laser kann das sicherlich auch. Aber was das Ding auch kann, ist einen Panzer zerstören. Wenn der plötzlich auftaucht und es ihn von der Seite zumindest erwischt. Wenn Infanterie angreift, möchten sie nicht die Infanterie sein, wenn ein, ein Flakpanzer Gepard ankommt und sie anfängt sie mit, seiner, mit seinen Kanonen zu beschießen. Das heißt, der Gepard ist zwar ein Flugabwehrkanonenpanzer. Und kann Luftziele be bekämpfen, er kann aber auch weitere Ziele bekämpfen, er kann auf andere Art und Weise genutzt werden. Eine Laserwaffe, die zum Bekämpfen von Kleindrohnen verwendet wird, verlangt eine eigene Logistik, wie der Flakpanzer Sie verlangt eigene Bediener, eigene Mechaniker etc., wie der Flakpanzer aber sie ist ausschließlich gegen dieses eine Ziel zu benutzen. Wenn ein Kampfpanzer kommt und der Laserstrahl des Drohnenflugabwehrsystems wird auf ihn gerichtet, dann im besten Fall spielen die Sensoren ein bisschen verrückt, weil sie geblendet werden. Aber der Panzer wird nicht vernichtet. Und das ist das große Problem, was gegen Laserwaffen spricht. Für sie spricht natürlich, dass je nach Stärke viele Ziele angegriffen werden können und dass der Einsatz. Kostengünstig ist. Denn selbst, eine, selbst wenn wir annehmen, dass die Gepard-Granate nur 40 Dollar pro Stück kostet, dann wird in der Salve, werden halt doch bis zu 40 verschossen. Und so summiert sich das sehr schnell auf mit einem Laser, der muss im Prinzip nur aufgetankt werden. Das spricht für Laser, ob die aktuell. Einsatzbereit sind, ist nicht ganz klar und ob sie sich durchsetzen. Aus diesen Gründen ist es auch noch ein bisschen fraglich. Für einen stationären Schutz, Schutz von rückwärtigen Gebieten spielt es keine Rolle. Das Fahrzeug, was irgendwie 300 Kilometer hinter der Front steht und eine Fabrik schützt, das muss nicht Kampfpanzer bekämpfen können. Aber wenn ich es an der Front haben will, das im Angriff mit der Infanterie vorgeht, mit den Kampfpanzern vorgeht, dann wäre es ein großer Nachteil, wenn ich ein Fahrzeug dabei habe, was ausschließlich gegen Luftziele wirkt und wo selbst ein Infanterist die Chance hat, wenn er, wenn der Strahl ihn berührt, eben nicht wie im Film sich mit einer Flamme aufzulösen, sondern vielleicht Schmerzen zu spüren und in Deckung springen kann, aber sehr wohl auch überlebt und danach vielleicht noch kampffähig bleibt. Das dürfte dagegen gegen Laserwaffen wirken. Wie weit die im Einzelnen schon einsatzbereit sind, es gibt schon jede Menge Tests. Es gab schon erste erste Einheiten, die damit ausgerüstet waren, aber das heißt nicht, dass es tatsächlich schon Einsatzbereit wäre und funktional nutzbar. Die Amerikaner zum Beispiel haben gerade in den, in den Südpazifik, in das, ähm, nach Südostasien, eine Hyperschallwaffe transportiert, um dort einen Waffentest durchzuführen mit einer B-52. Also könnte man sagen, die sind ja praktisch einsatzbereit, aber dieses System. Die, dieses Waffensystem ist zuvor gecancelt worden. Die offizielle Angabe ist, es wird überhaupt nicht mehr weiterentwickelt und trotzdem wurde es gerade getestet. Da sehen wir, dass der Umstand, etwas einzusetzen von einem Fahrzeug zu Friedenszeiten oder auch zu Kriegszeiten, noch lange nicht bedeutet, dass das serienreif ist, serienreif wird und überhaupt weiterentwickelt wird. Stefan Deuling, transpatriotische Grüße, danke für Ihre Arbeit. Die Livestreams sind mittlerweile fester Bestandteil. In meinem Kalender. Vielen lieben Dank, Herr Deuling, und danke für die Unterstützung. Und ich schaue mal hier. Ja, wir haben Monika Hiemann zehn Mitgliedschaften verschenkt. Vielen lieben Dank, Frau Hiemann. Danke für die immer wieder äh, zurückkehrende Unterstützung. Vielen lieben Dank. Was heißt es, dass die ukrainischen Angriffe auf die russische Kohlenwasserstoffinfrastruktur erfolgreich sind? Selbst wenn es 15 Fabriken sind, was bedeutet das wirklich für Russland beispielsweise in Prozent? Nun, da gibt es Leute, die es ausrechnen. Ähm, Sie finden die auf Twitter zum Beispiel, die dann Zahlen nennen, wie viel Produktionskapazität es ist. Das ist nicht mein Fachbereich. Es ist klar, dass der Turm, in dem die des Kohlenwasserstoff getrennt wird in die verschiedenen Bestandteile. Also nur um das, das zu illustrieren, man pumpt das Rohöl in einen Turm, wo es erhitzt wird und je nach, je nach Zusammensetzung steigt es bestimmt weit auf. Das heißt ganz oben ist dann beispielsweise, glaube ich, Kerosin und ganz unten ist im Prinzip Teer. Also es trennt sich auf in verschiedene Bestandteile und je nachdem wo in dem Turm man es abnimmt, bekommt man einen unterschiedlichen Produktionsstoff. Das ist also extrem wichtig, das sieht man auch bei den Raffinerien in Ingolstadt zum Beispiel, kann man diese Tür Gut sehen, die sind natürlich nicht gegen Beschuss geeignet. Und wenn die mal getroffen werden und Feuer fangen und dann alles um sich herum beschädigen, dann sollte die, die Raffinerie erstmal ausgefallen sein. Sollte. Das ist halt die Frage. Ich kann es, ich kann keinen Prozentzahl nennen. Ähm. Ich lese von 15 ich lese von 20 aber wie viel davon stimmt es und dann reden wir davon, dass das 20 der gesamten Kapazität ist, die angegriffen wurde, denn wenn eine Erdölraffinerie angegriffen wird, die hat ja in der Regel nicht nur diesen einen Turm. Das heißt, wenn der eine Turm abbrennt und zerstört ist und vielleicht ein halbes Jahr zur Reparatur braucht, dann kann das ja einer von 20 Türmen sein. Dann wäre ja also gerade mal 5 der Kapazität verringert. Also quantifizieren kann ich es nicht, aber wir wissen, dass es schlimm genug sein muss. Ansonsten hätte Russland den Export nicht gestoppt. Denn das ist eine Devisenquelle. Und nicht nur eine Devisenquelle, sondern auch eine, eine Quelle, um außenpolitische Beziehungen zu wahren. Dass, dass Orban als russlandfreundlich wahrgenommen wird, mag vielleicht ideologisch begründbar sein. Wir können vielleicht in die Richtung argumentieren. Aber ein ganz wesentlicher Grund ist garantiert, dass Orban weiterhin Erdgas aus Russland erhält. Und wenn Russland sagt, die Ungarn sind jetzt böse geworden, wir drehen den Hahn ab dann hat, er, hat Orban ein ziemlich großes Problem. Und wenn aber nichts mehr geliefert werden kann, dann muss jemand wie Orban auch keine Rücksicht mehr in dieser Hinsicht nehmen. Das heißt, der Export, Russland braucht den Export von Kohlenwasserstoffen, nicht nur aus finanziellen Gründen, dafür ganz besonders auch, gerade in Zeiten eines Krieges, wo es hohen Geldbedarf hat und auch, äh, auch Bauteile für seine Waffen aus dem Ausland besorgen muss, die es nicht mehr normal zu Marktpreisen kaufen kann, sondern über Mittelsmänner und geschmuggelt, was logischerweise teurer wird. Das heißt, Russland braucht sehr, sehr viel Geld, aber es geht nicht nur ums Geld, es geht auch um den Einfluss. Denn jedes Land, was von Russland gerade sehr, sehr günstig Benzin kauft, überlegt es sich dreimal, ob es sich durch eine kleine Waffenlieferung, um 50 Millionen zu verdienen, es mich mit Russland versaut oder nicht. Und in dem Moment, wo die Russen nichts mehr exportieren können, tut es ihnen weh. Wenn die also jetzt den Export stoppen von Diesel, von Treibstoff, von, von Fertigprodukten, dann ist das aus einem guten Grund. Und da sehen wir, dass diese Treffer, diese Angriffe bereits so erfolgreich sein müssen, dass die Russen den Export stoppen. Ich glaube, für ein halbes Jahr. Das passiert nicht ohne Grund. Und das spricht dafür, dass diese Angriffe bedeutend sind. Aber quantifizieren kann ich es leider nicht. Bringen die Drohnenkäfige auf den Panzern wirklich etwas? Der Effekt ist auf unzähligen Videos eher zweifelhaft anzusehen, meiner Meinung nach. Wir sehen unter anderem viele Bilder und Videos, wo die Drohnen in den Käfigen hängen geblieben sind. Und wir dürfen eines nicht vergessen, die Videos werden veröffentlicht, weil, sie, weil man etwas zeigen will damit. Das dürfen wir alle nie dabei vergessen. Wenn, wir, wenn 100 Drohnen eingesetzt werden, und zehn davon äh, durchschlagen den Drohnenkäfig und vernichten den Panzer. Und 90 bleiben entweder im Drohnenkäfig hängen, ohne zu explodieren. Oder sie explodieren im Drohnenkäfig und der Panzer zeigt keinerlei sichtbare Schäden, sondern kämpft mutig weiter und übersteht danach drei weitere Treffer im Drohnenkäfig. Dann können wir davon ausgehen, welche dieser 100 Videos sehen wir wohl? Höchstwahrscheinlich die 10, wo der Panzer vernichtet wird. Und vielleicht noch ein oder zwei von den anderen. Aber, aber keiner veröffentlicht ein Video, wo seine Drohne in einen Panzer einschlägt, der null Schaden zeigt, danach eigene Stellung weiter beschießt und gemütlich weiterfährt. Das, was wir sehen, wird beabsichtigt veröffentlicht, damit wir einen Eindruck bekommen. Und das ist ja auch normal. Sie erzählen ja, dass Sie, dass Sie einen Marathon gelaufen sind und Ihre persönliche Bestzeit. Drei Stunden 15 ist. Sie erzählen nicht von den 15 Marathons, die sie abgebrochen haben und wo sie gar nicht erst erschienen sind an dem Tag, weil sie Angst hatten, dass sie es sowieso nicht durchhalten. Sie erzählen von dem einen Erfolg. Das ist völlig normal. Wir erzählen von dem einen, vielleicht erzählen wir dann die, 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 das später anschließend, aber ich bin 15 Mal, aber wir fangen definitiv nicht damit an. Also, dass man eigene Erfolge vor allem zeigt und die Misserfolge nicht, liegt völlig in der, in der Natur der Sache. Das machen beide Seiten so und im Krieg ist natürlich noch wichtiger. Also, wie weit der Cope Cage gegen javelin hilft oder nicht wie weit die drohnenkäfige helfen oder nicht können wir alle anhand von bildern nicht abschließend beurteilen weil wir immer sagen müssen die, die ukrainer werden uns keine videos zeigen wo sie eine javelin auf einen russischen panzer schießen die javelin explodiert und der panzer ist unbeschadet weil der Cope Cage gewirkt hat die werden uns lediglich die bilder zeigen wo der Cope Cage nicht gewirkt hat und das ist eben das worauf wir achten müssen hierbei dass die bilder leider gezielt ausgewählt werden. Also ich gehe davon aus, dass die Drohnenkäfige einen Erfolg haben und denn dafür spricht ja auch, dass sie genutzt werden. Nach irgendeinem Zeitpunkt Okay, da könnte man wieder argumentieren und wieder mal eine historische Anekdote nehmen. Die Bilder, wir sind hier schon mal vor einem Jahr oder so darauf eingegangen. Fazi, such mir bitte schnell ein paar Bilder raus mit Sherman-Panzern, mit Zusatzpanzern, Sandsäcken und so weiter. Dann muss ich es nicht machen und kann währenddessen weiterreden. Im Zweiten Weltkrieg war es so, dass auf beiden Seiten die Besatzung Zusatzpanzerungen angebracht haben, häufig in Eigenregie. Da hat man zum Beispiel einfach mal Beton gegossen. Man hat ein paar Holzplatten angebracht und Beton dazwischen gegossen auf seinem eigenen Kampfpanzer, um die Panzerung zu, dicker zu machen. Man hat Holzbalken angebracht. Man hat Sandsäcke auf den Fahrzeugen, auf den, den Panzern platziert, um auf diese Art und Weise die Panzerung zu erhöhen. Ähm, haben die was gebracht? Naja, äh, ich habe davon gelesen, dass die Amerikaner einen Test gemacht haben und die haben gemerkt, dass es nutzlos ist. Die Wirkung der Angebrachten Zusatzpanzerung, dass sie ein paar Kettenglieder von den, den Ketten auf, die, auf der Vorderseite, auf der Wanne anbringen, dass sie dort Sandsäcke anbringen, die waren nutzlos. Teilweise, in ganz in Ausnahmefällen war es sogar negativ, weil das ja die Winkel der Panzerung verändert, wenn dort etwas ist und das dazu führen kann, dass irgendein Fahrzeug auf diese Art und Weise nicht die, die, die Patronen, die, die Geschosse nicht abprallen, wie sie eigentlich abprallen sollten, sondern stattdessen an eine schwächere Stelle hin abprallen und sogar gefährlicher sein können. Man hat es aber trotzdem nicht verboten, obwohl es also nichts gebracht hat, weil auf diese Art und Weise man zu dem Schluss kam, na wenigstens ist die Moral gut. Hier haben wir so ein Beispiel, danke, hier sehen wir die Kettenglieder, die vorne sind, die sind angebracht als Zusatzpanzerung. Das Ganze gibt es auch mit Sandsäcken hier. Das Ganze gibt es mit zusätzlichen Betonpanzerungen etc. Aber hier sehen wir zum Beispiel das Beispiel, es gab es mit allen möglichen Sachen, die waren nutzlos oder weitestgehend nutzlos. Und Sie können sich vorstellen, wenn das aus Metall ist, dann kann das natürlich, wenn es hier irgendwie einschlägt, das ist ja nicht geplant gewesen, dass es das so gemacht ist. Das heißt, ballistische Überlegungen, wie die Panzerung designt wird, nehmen auf so etwas nicht Rücksicht. Und das kann sogar negativ sein. Aber von amerikanischer Seite hat man sich entschieden, wissen Sie was, wir verbieten es nicht, denn die fühlen sich besser. Wenn die sowas haben, glauben sie, sie sind weniger verwundbar und greifen dann selbstbewusster da an. Es hilft also der Moral. Das heißt, um zu, den, um zu den Käfigen zurückzukommen, helfen die jetzt was? Nun, wir sehen ein paar Bilder, wo sie geholfen haben. Die Vielleicht helfen sie so häufig und wir sehen nur die erfolgreichen Bilder oder aber sie helfen nichts und dann, dann könnte man fragen, wenn sie nichts helfen, warum werden sie dann weiter benutzt? Inzwischen sollten es Russen wie Ukrainer wissen, dass die Käfige nutzlos sind. Klar. Aber wenn die Besatzung an Bord dann selbstbewusster in die Schlacht fährt, dann, dann baut man halt die Käfige an. Das ist dann tatsächlich, damit auf beiden Seiten die Leute sich wohlfühlen. Also abschließend können wir nicht sagen, wie gut sie sind. Ich würde dazu tendieren, dass sie sehr wohl was bringen, weil wir A, einerseits Bildbelege haben, wo Drohnen in den Käfigen hängen geblieben sind, aber auch, ähm, weil wir sie immer noch im Einsatz sehen und man langsam gelernt haben sollte, dass sie sehr wohl was bringen. Bei den Cope Cages, bei den Käfigen zum Beispiel, wir sehen auch, dass die Israelis das ebenfalls machen, dass die ebenfalls Käfige angebracht haben. Und ganz ehrlich, die Israelis wissen in der Regel, wie man einen Krieg anständig analysiert. Die können in der Regel so etwas. Also ich tendiere dazu, dass sie was bringen, aber auch wenn ich jetzt zehn Minuten geredet habe, hoffe ich, dass es klar wurde, warum es nicht so ganz eindeutig und einfach zu beantworten ist weil es eben Möglichkeiten gibt, dass, dass äh, die Eindrücke trügen. Denn diese Holzbalken hier zum Beispiel werden nicht nennenswert den Beschuss von der Seite her schützen, sondern die helfen halt vor allem der Besatzung, dass sie glaubt, sie ist etwas besser geschützt. Das können wir uns selber vorstellen, wenn wir nachts durchs Haus laufen, weil wir einen Einbrecher gehört haben, und äh, dann, dann wollen wir uns auch vorher ein T-Shirt anziehen. Dann wollen wir nicht nackt herumlaufen. Obwohl der Stoff uns voll überhaupt nichts schützen wird. Wir fühlen uns sicherer, wenn wir irgendwas auf unserer Haut haben, auch wenn es nutzlos ist. Und so, so, so kann es also auch sein, dass sie, dass sie tatsächlich weniger helfen. Aber wie gesagt, ich hoffe, ich habe nicht zu wirr gesprochen. Ich glaube, sie helfen, aber ich habe keinen abschließenden Beweis. Hugo Michael Walde, ähm, Genau, habe ich schon beantwortet. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Kann es sein, dass es keinen qualifizierten Nachwuchs für die letzte Generation in der US UdSSR ausgebildete Ingenieure gibt? Kann es sein, wahrscheinlich. Aber ist das der Fall? Also wir sehen ja, dass, dass viele russische Techniker und Akademiker und so weiter im Westen arbeiten. Das würde ja durchaus dafür sprechen, dass die Russen nicht plötzlich unfähig geworden sind. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass in den letzten 20, 25 Jahren viele im Westen studiert haben. Und davon sind ja auch einige zurückgegangen nach Russland. Also dass die Russen sicherlich unter den 90er, 90er Jahren gelitten haben, auch was das Akademische angeht, das liegt nahe. Aber dass es das war mit den fähigen Ingenieuren, glaube ich nicht. Wir müssen natürlich so sehen, dass Russland heute unter anderen Maßstäben arbeiten muss. Weil es keine Kommandowirtschaft hat, die auf Ineffizienz, die keine Pleiten kennt, die Pleiten einfach ignoriert und quersubventioniert. Und ähm, dadurch hat es natürlich auch Einflüsse auf die Rüstungsproduktion und die Rüstungsentwicklung. Aber dass zum Beispiel der Armata nach wie vor nicht im Dienst ist, die Russen haben, die Sowjetunion hat auch jede Menge toller Waffensysteme entwickelt und nie in Dienst gestellt, weil sie ebenfalls nicht sich bewährt haben, weil sie ebenfalls in der Entwicklung gescheitert ist. Also ich, ich könnte nicht sagen, dass ich sehe, dass dies irgendwie begründet sei, dass die Russen keine, keine, ähm, oder die Ukrainer keine fähigen Ingenieure mehr hätten. Es sollte wahrscheinlich einen gewissen Einbruch gegeben haben in den 90er Jahren, a durch Braindrain und B, also dass, dass die Ausbilder abgehauen sind. Denn wenn ich an der Uni in, in den USA, es 15-fache verdienen kann, dann wandere ich halt möglicherweise aus und weil die Schlauen zum Westen zu studieren gegangen sind und viele dort geblieben sind. Das hat sicherlich eine gewisse Auswirkung gehabt, aber kein sollte wahrscheinlich nicht eine verheerende gehabt haben. Timo Dischmann, danke für die Unterstützung. Würde die Welt, wie würde die Welt heute aussehen, wenn 9-11 nie passiert wäre und welchen Einfluss hat es auf die heutige Situation? Liebe Grüße von Ihrem größten Fan. Vielen Dank. 9-11 nie passiert wäre, dann wären vielleicht die USA nicht komplett in Schulden versunken. Ich habe es gestern, habe ich mich mit Anna darüber unterhalten. Ähm, die US-Schuldensituation ist, ist absolut katastrophal, wenn man sich das überlegt. Die haben wie viel, wie viel Billionen Schulden jetzt und irgendwie jedes Jahr müssen sie neue Billionen an Schulden aufnehmen. Sie nehmen 4,5 Billionen ein an Staatseinnahmen und geben 6,3 jedes Jahr aus und alleine die die den Zinsen zu decken für die Staatsschulden ist bereits eine Billion da ist noch nicht mal eine Abbezahl, da wird noch nicht mal abgezahlt und dieser Wahnsinn dass die Schulden größer und größer wurden in Dimensionen die den Rest der Welt in Atem anhalten lassen das hat unter George W. Bush begonnen und nicht weil der meinte er müsse riesige Denkmäler sich setzen sondern weil die Kriege geführt wurden und George W. Bush hat eine sehr Harmlose Agenda gehabt vor dem 9., äh, vor dem 11. September. Der wollte Bildungsreformen durchführen, No Child Left Behind. Er wollte den Compassionate Conservatism machen, also einen Konservatismus mit Herz. Der hatte vor allem eine innenpolitische Agenda gehabt. Der hat nicht vorgehabt, weltweit Krieg zu führen. Das war mit dem 11. September, dass dann der Krieg in Afghanistan begann und auf den aufbauend die Zirkel um ihn herum ihn davon überzeugt haben, dass auch der Irak angegriffen werden müsse wo sicherlich die, die persönlichen Beziehungen auch noch bestanden, dass wohl Saddam Hussein versucht hat, seinen Vater ermorden zu lassen, das spielte dann auch noch mit eine Rolle. Und die, die Kontakte zwischen der Saddam-Regierung und Al-Qaida und so weiter, ähm, all das spielte da mit eine Rolle, aber das wäre höchstwahrscheinlich ohne den 11. September nicht passiert. Das heißt, wir hätten realistischerweise wahrscheinlich ein viel stärkere, eine viel stärkere USA, als wir sie heute haben, weil die nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Billionen ver. Verjubelt haben, alleine damit. Denn wenn man sich die Staatsverschuldung in den USA anschaut, unter, unter Bill Clinton, Bill Clinton hat das eigene Militär ein bisschen verrotten lassen. Also, das war auch nicht, nicht ähm, es war deutlich einfacher zu sparen, wenn man die militärische Überlegenheit erheblich einschränkt, indem man nicht mehr viel ins Militär investiert. Aber die Kriege danach. Und das ist mit Bush begonnen worden. Obama hat die Kriege weitergeführt und da war die Schuldenlast bereits riesig, der Schuldendienst bereits riesig und Trump hat es fortgeführt und Biden führt es ebenfalls weiter. Seither. Also, das, das denke ich mal, wäre schon ein wesentlicher Unterschied. Ich kann mir nicht vorstellen, das könnte jetzt irgendjemand googeln. Ich habe jetzt im Hinterkopf irgendwas von 35 Billionen Staatsschulden. Das stimmt wahrscheinlich nicht. Aber irgendwo in so einer absurden Dimension bewegen wir uns langsam zumindest. Und das wäre zumindest ohne 9-11 nicht. Das heißt, wir hätten eine viel, viel stärkere USA heute, die damit natürlich auch viel mehr abschreckend wirken würde. Das heißt, die Welt wäre wahrscheinlich ein sicherer Ort. Ähm, dazu ist, ist, ja, wenn ich so auf die Schnelle die, die Gründe zusammenziehe. Können starke Elektromagnete auf Panzerdrohnen ablenken? Eher nicht die die wenn, wenn sie schauen wie auf welche distanzen magnet wirkt dann dann ist die das wirkt im letzten moment sie kennen die elektromagneten wenn auf einem schrottplatz ein extrem starker elektromagnet den die autos hochhebt da sehen sie dass das, der hebt das auto hoch und dann fliegen ja nicht die autos aus allen seiten heran die magnetische wirkung ist relativ kurz auch bei starken magneten und dann käme noch hinzu, dass wahrscheinlich in dem Moment, wo ich einen extrem starken Magneten auf den Panzer anbringe, dessen Sensorik gestört wird. Zumindest kennt man das von früher, dass man es immer hieß, man sollte sein Handy besser nicht auf einen Magneten legen, weil das Handy sonst beschädigt werden kann. Das heißt, das wäre vermutlich auch nicht gut für die Panzer. Also, dass Magnetenabwehr irgendwie sein könnten für die. Für die Drohnen scheint mir aussichtslos, weil die Wirkung viel zu kurzfristig ist. Es wird ja nicht auf 100 Meter Auswirkungen haben. Und wenn es auf zwei Meter wirkt, dann ist es ist sowieso schon zu spät. Herbert Huhn, äh, danke für die Unterstützung. Wie viel Geld müsste Russland Ihnen bieten, damit Sie die Seiten wechseln? Anbei Munitionsgeld für die Frau. Danke für die Unterstützung. Wie viel Geld müsste mir Russland bieten? Zu sagen, egal wie viel, das ist ähm, irgendwo, ab irgendeinem Punkt ist wahrscheinlich jeder käuflich. Aber ich glaube, das ist komplett, komplett hypothetisch. Ähm, ich habe bislang immer meinen Rückgrat behalten und bislang immer meine Prinzipien verteidigt. Also, ich weiß. Ich kann, kann ich nicht sagen. Ich würde nicht sagen, die würden es nie schaffen. Das wissen wir alle. Wenn wir ehrlich sind, hat jeder wahrscheinlich irgendwo einen Punkt. Und das muss ja noch nicht mal für einen selber sein. Wenn sein irgendwie mit unfassenden Mengen Geld überhäufen, dann kann man seiner gesamten erweiterten Familie für immer über die Runden helfen. Man kann für, für diese und jede gemeinnützige Sache Umsummen Un, spenden. Dazu muss man nicht selber sich 50 Ferraris kaufen, äh, um, um, um zu sagen, irgendwann findet man wahrscheinlich ein Argument, warum man korrupt, äh, doch korrupt wird. Das ist ja die Grundidee bei, bei Rechtsstaaten, bei westlichen Staaten, dass er halt den Leuten, die korrupt, wo Korruption besteht, das Risiko besteht, dass man die von Haus aus schon mal gut genug bezahlt, dass es sie sie nicht nötig haben. um eben das zu verhindern. Das heißt aber nicht, dass nicht Leute korrupt sein können. Ein Freund von mir hat laut eigenen Aussagen einen deutschen Polizisten mal bestochen, als er eine Geschwindigkeitsüberschreitung hatte. Ich glaube, das hat ihn 800 Euro gekostet. Also selbst in Deutschland kann man Polizisten bestechen, weil ich habe keinen Grund, dem dem Freund nicht zu glauben, dass der die Wahrheit gesagt hat. Ähm, da hätten sie einen Preis, wie man, äh, was, was da der Fall ist. Also ich kann mir nicht vorstellen. Es ist einfach unrealistisch. Ich würde mich sicherlich nicht für 50.000 Euro kaufen lassen. Für 50 Millionen würde ich mir vielleicht dann irgendwann es langsam überlegen und wenn man noch eine Null dran hängt, für eine halbe Milliarde, dann wahrscheinlich doch, würde ich irgendwann schwach werden, aber das ist ja nicht realistisch. Also in, in den Rahmen, wie mich Russland bestechen könnte und wie mich best Russland bestechen würde, wie mich irgendwie ein Sponsor ein, ein prorussischer Sponsor bestechen würde, halte ich es für ausgeschlossen. Wie gesagt, ich will hier nicht den, den moralisch sub erhabenen Superman mimen und erklären, ich würde mich nie bestechen lassen. Wenn Sie in ihr Herz schauen, dann werden sie sagen, werden die meisten von Ihnen zumindest sagen: naja, ab irgendeinem Zeitpunkt würde es mir sehr schwer fallen, bei irgendeiner Sache mich nicht doch rumkriegen zu lassen. Soll ich den Witz erzählen, auch wenn er sehr, 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 sehr versaut und, und. Nee, ich tue es lieber nicht. Mach ich danach hier auf Twitch. Da geht es dann ein bisschen entspannter zu. Gibt es so einen Witz dazu, der, der sehr, sehr vielsagend ist, aber ich, ich spare den mir lieber, ähm, damit wir hier die Seriosität bewahren. Denn ähm, der geht ein bisschen in die Richtung. Also ich, ich denke, es ist nicht realistisch, dass man mich kaufen kann. Wie gesagt, ich will versuchen, ehrlich zu Ihnen zu sein und hier nicht irgendwie den weißen Ritter in, 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 in glänzender Rüstung markieren und sagen, nie unter keinen Umständen würde ich jemals. In der Vergangenheit habe ich mich weder bestechen lassen noch habe ich mich rumkriegen lassen. Ich habe zu meinen Prinzipien gestanden, soweit es immer notwendig war. Ich habe, habe mein Rückgrat nie abgegeben an der Garderobe, aber zu erklären, nie unter keinen Umständen wäre wahrscheinlich einfach Unsinn. Das wäre nicht seriös und nicht aufrichtig zu sagen. Man, es gäbe nicht irgendwann, irgendwann eine, eine Einschränkung meiner Seite. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob ich, die, die, ob ich den Witz doch erzählen soll, wenn ich den Chat lese. Aber es ist halt sehr versaut, das ist das Problem. Und eigentlich ist es hier ein Kanal, der versucht, Seriosität zu bewahren. Kann man einen Witz erzählen, der sehr versaut ist? Wissen Sie was? Ich mache es einfach mal. Diejenigen, die, die sehr konservativ sind, mögen es mir verzeihen. Ein bisschen Humor muss manchmal sein, auch bei ernsten Themen. Also, die Geschichte ist so: Ein alter Mann läuft durch die Stadt und sieht eine junge Frau, die atemberaubend aussieht. Und dann sagt er zu ihr, würden Sie für 500 Euro mit mir Sex haben? Da sagt die Frau, spinnen Sie? Natürlich nicht. Sagt er, also, okay, wie würden Sie für 50.000 mit mir? Nee, erst fängt er an mit 50 Euro, dann 500. Dann sagt er, würden Sie für 5.000 Euro mit mir Sex haben? Sagt sie, nein. Okay, würden Sie für 50.000 Euro mit mir Sex haben? Und dann sagt sie, ja, vielleicht. Und dann sagt er, okay, würden Sie für 50 Euro mit mir Sex haben? Daraufhin sagt die Frau, wieso? Wir waren noch gerade bei 50.000. Sagt er, ja, da haben wir nur ihren Beruf festgestellt. Jetzt, kommen wir, jetzt haben wir mit der Preisverhandlung angefangen. Ich hoffe, der war nicht zu frauenfeindlich, das ist ein alter Witz. Ähm, ja. Tut mir leid gegenüber allen, denen das jetzt zu salopp war. Neon 87. Ähm, danke für die Unterstützung. Die Frage müsste hier auch irgendwo sein, aber könnten die USA mit einem Präventivschlag mit Atomwaffen die komplette nordkoreanische Armee auf einmal vernichten? Frage für einen Freund, transpatriotische Grüße zurück. Mit einem Präventivschlag die gesamte Armee vernichten unwahrscheinlich, weil ähm, die immer noch irgendwo verteilt sind, aber könnte man mit Nuklearwaffen die, die nordkoreanische konventionelle Schlagkraft auslöschen? Weitestgehend ziemlich sicher. Wir müssen davon ausgehen, dass entlang der Bergzüge um Seoul viele Artilleriegeschütze unterirdisch sind. Das ist bekannt, dass die in Kavernen stehen. Und da kann man nicht einfach mit Atomwaffen die alle platt machen. Das heißt, Seoul würde dennoch einen atomaren Strommel, ein, ein konventionelles Trommelfeuer erleben. Aber man könnte natürlich Kasernen erledigen. Man könnte Truppenlager damit zerstören. Man könnte Kommandoposten zerstören. Man könnte Munitionslager und Fabriken nuklear zerstören. Das heißt, es würde eine nordkoreanische Armee übrig bleiben. Erst recht, wenn man auch wenn man großzügig mit Kernwaffen umgeht und nicht nur zehn einsetzt, sondern eben so viele, wie man braucht, da würden sicherlich Truppen übrig bleiben, aber die wären desorientiert. Sie hätten Teile ihrer Kommandostruktur verloren, sie hätten große Teile ihres Materials, hätten sie Probleme damit, sie hätten umgebende Einheiten, würden nicht mehr existieren, Teile von ihnen. Es ist ja nicht immer die gesamte Einheit an einem Punkt stationiert. Wenn wir eine Division haben, dann gibt es ja nicht eine Kaserne, in der die gesamte Division ist, sondern die Division ist gerne mal auf eine ganze Reihe von Kasernen verteilt. Und dann ist halt irgendwo eine Flugabwehreinheit und irgendwo sind. Aufklärungseinheiten und so weiter und so fort. Und so würde es bedeuten, dass in einem solchen Fall diese nordkoreanischen Einheiten einen Teil ihrer Fähigkeiten verlieren würden, weil natürlich nicht alles zerstört wurde und nicht alles zerstört werden konnte, aber andere wiederum schon. Also das würde die nordkoreanischen Einheiten kastrieren. Das muss man klar sagen, aber es ist natürlich unrealistisch. Wir. Okay, haben wir hier noch was? Es heißt, dass Aserbaidschan versus Armenien wieder heiß werden könnte und damit Armenien doch wieder in die Arme Russlands treiben könnte. Gibt es da neue Entwicklungen? Paschinian hat gerade in Aussicht gestellt, dass er mehrere Ortschaften an Aserbaidschan zurückgibt. Sie, wir haben hier, wenn wir uns die Karte mal anschauen, dann ist es ja so, dass es in Armenien und in Aserbaidschan einige Exklaven gibt. Das hier ist aserbaidschanisches Gebiet. Und das hier rundherum ist Armenien. Das hier ist armenisches Gebiet. Und das hier herum ist Aserbaidschan. Beide Seiten haben so etwas und beide Seiten haben natürlich das Gebiet des Gegners besetzt, als der Krieg zwischen beiden ausgebrochen ist. Das heißt, das ist unter aserbaidschanischer Kontrolle und das ist unter armenischer Kontrolle. Und da gibt es bei den Armeniern, glaube ich, haben sie noch ein paar kleinere Regionen. Das Problem ist, dass jeweils der das eigene zurückhaben will. Und gerade die, ich glaube, die Armenier wären prinzipiell zu einem Tausch bereit. Denn die Bevölkerung sind natürlich auch vertrieben worden beziehungsweise geflohen und in mehreren Fällen sind sie sogar angesiedelt, wurden dort Leute angesiedelt, die von der anderen Seite kamen. Das heißt, es ist sozusagen Tausch wäre möglich, nicht nur von Territorium, sondern die Bevölkerung hätte im Prinzip bereits den Tausch durchgeführt. Ähm, Aserbaidschan will dies offensichtlich nicht und hier sehen wir natürlich auch, hier geht die Straße mitten durch. Wenn das wieder Aserbaidschan ist, dann ist die Straße hier abgeschnitten. Dann müssen die Armenier versuchen, hier irgendwie eine Straße herumzubauen, die wahrscheinlich aus, aus Gründen der Topografie extrem teuer bis unmöglich wäre. Das ist also ein Problem. Und da hat Paschinian gerade wohl angekündigt, dass er bereit ist, davon mehrere dieser Siedlungen zurückzugeben, ohne dass Aserbaidschan gleichzeitig ihm entgegenkommt. Hier ist, sehen wir, dass Paschinian bereit ist, Aserbaidschan extrem entgegenzukommen, um endlich zu einem Frieden zu kommen. Denn er würde auch gerne die Beziehung zur Türkei verbessern und die Türkei fordert, dass zunächst die Beziehung mit Aserbaidschan stabilisiert werden müssen, bevor sie die Beziehung zu Armenien normalisiert. Ähm, wenn ihm das nicht gelingt, weil, weil Aliyev zu gierig wird, dann ist tatsächlich die einzige Chance, die Armenien hat, sich in die Arme Russlands zu werfen. Und da wurde auch schon diskutiert, dass Armenien um einen Anschluss an Russland bitten könnte. Denn wenn die Armenier nicht erwarten, dass ihnen jemand sonst helfen kann, wenn Sie davon ausgehen, dass sie selber nicht in der Lage sind sich zu schützen und das sind sie schlicht nicht. Das ist ihre militärische Lage zu aussichtslos. Wenn das Militärbündnis mit Russland nutzlos ist, was es inzwischen ist, weil Russland kein, überhaupt keine Kapazitäten mehr hat, um Armenien zu helfen, selbst wenn es Armenien helfen wollte, dann erwartet Armenien, ist Armenien der Gnade seiner Feinde ausgeliefert. Woll, vielleicht wollen Sie ja nur den Südteil wegnehmen? Vielleicht wollen sie nur, nur das hier annektieren? Vielleicht wollen sie aber auch ganz Armenien besetzen, wenn es zu einem Krieg kommt. Das ist dann die Frage und das ist dann, bliebe dann die Entscheidung der Feinde, der Feinde Armeniens. Iran hat immer wieder mal gedroht, es würde eingreifen, aber das sind Drogen. Iran hat kein Bündnis, Iran hat keine. Keine Verpflichtung abgegeben, die seine eigene Glaubwürdigkeit auf die Spiel setzen würde. Das heißt, der Iran hat nicht von staatlicher Seite, von, von Seiten der Revolutionsgarden, gab es mal ein paar Erklär Erklärungen, aber es ist nicht so, dass der, der geistliche Führer oder der Präsident oder ähm, eine Erklärung gemacht hätten, dass es, dass es ein militärisches Eingreifen zwingend nach sich ziehen würde, wenn es territoriale Veränderungen gibt mit Gewalt. Das heißt, für Armenien. Wenn ihnen die Iraner nicht helfen, die gegen die Türken auch nicht ausreichen würden, wenn die Türken mit eingreifen, dann bleibt ihnen nur noch die Wahl, ein Teil Russlands zu werden und damit unter den russischen nuklearen Sch äh, Schutzschirm zu rücken. Das könnte in der Tat dann eine Folge dessen sein. Ja. Dr. Mabuse, danke für die Unterstützung. Wie erklären Sie sich die Diskrepanz zwischen der desaströsen russischen Demografie auf der einen Seite und gleichzeitigem gleichzeitig verschwenderischen Umgang mit den humanen Ressourcen auf der anderen? Zum einen, dass die russischen Verluste vielleicht doch nicht ganz so hoch sind, wie es manche erklären. Das könnte ein Hinweis sein, aber im Endeffekt spielt es keine so dramatische Rolle. Denn wenn wir uns die russischen Verluste anschauen, dann könnten es inzwischen... Ähm, dann sollten es über 100.000 Tote sein und dieses Jahr wahrscheinlich die 200.000 überschreiten. Wenn wir das aber die Gesamtzahl anschauen, der russischen Bevölkerung anschauen, denn wenn wir, nicht die, wenn wir nicht den ukrainischen Militärangaben folgen wollen, dann haben wir ziemlich sicher mehr als 100.000 russische Soldaten, die tot sind und Ende dieses Jahres realistischerweise 200.000. Das ist aber bei dem Volk mit 140 Millionen noch nicht das Ende. Wenn wir uns die Demografie anschauen, dann ist jeder von den russischen Jahrgängen. Ähm, ohne weiteres über eine Million stark. Das heißt, wenn man nur einen Jahrgang äh, kürzt, dann fehlen halt mal aus einem Jahrgang 15 Prozent. Das ändert, das macht den Kohl auch nicht mehr fett, wie, der, wie das solche Sprichwort ist. Die, die, die russische Demografie wird nicht gerettet, indem man 200.000 Männer mehr hat. Da wird viel mehr notwendig sein. Gleichzeitig kann man aber mehr Territorium unter Kontrolle bringen, in dem Menschen leben. Die Russen haben bereits mehr Menschen erbeutet. Als sie an Soldaten verloren haben. Mehrere Millionen Ukrainer sind heute in russischen Händen. Ein Teil von ihnen konnte dazu gebracht werden oder wollte freiwillig den russischen Pass annehmen. Das heißt, was die reine Bevölkerungsdichte angeht, hat Russland wahrscheinlich bereits einen deutlichen Nettogewinn zu verzeichnen. Das spielt mit eine Rolle. Und der andere Punkt ist natürlich, wenn die russische, das russische Militär nicht erfolgreich ist mit präzisen Angriffen, mit einem schnellen Vormarsch auf Kiew, was bleibt ihnen denn dann für eine Wahl? Wenn sie es anders nicht können, dann bleibt ihnen ja nur die Wahl, es so zu machen oder den Krieg aufzugeben. Und der Krieg kann nicht aufgegeben werden, weil wegen der russischen Demografie sich das Fenster schließt, wo Russland ohne weiteres den Krieg führen kann, den größeren. Denn Russland hat, wie ich im letzten Lagebericht schon mal darauf eingegangen bin, diese wellenförmige Demografie, die noch immer Auswirkungen zeigt von den Toten des Zweiten Weltkriegs, weil die, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind, ja keine Kinder hatten. Also ist die Generation der Weltkriegsgefallenen ist 20, 25 Jahre später im, in der Bevölkerung sichtbar, weil dort ebenfalls wieder massiver Knick nach innen ist. Und diese fehlen dann ja, um Kinder zu haben. Also ist es wieder 20, 25 Jahre später wieder ein Knick drin. Die Ukraine hat übrigens das gleiche Problem. Und vor Ukraine und vor Russland steht gerade ein Knick. Deswegen ziehen die Ukrainer gerade keine unter 27-Jährigen ein. Bald wollen sie auf, auf 25-Jährige gehen, aber die drunter werden nicht eingezogen, weil es kaum welche gibt in der Ukraine. Und dieser Knick steht jetzt bevor. In zehn Jahren ist dieser Knick nicht nur dort, nicht nur da, sondern würde dann die Mehrzahl der russischen Soldaten stellen. Das heißt, die Russen konnten nicht lange warten. Sie mussten jetzt angreifen und sie müssen jetzt den Krieg gewinnen, weil die Demografie ihnen entgegensteht. Und wenn sie nur mit Massenangriffen erfolgreich sein können, was bleibt ihnen dann für eine Wahl? Dass es schlecht ist für die russische Demografie, dass es schlecht ist für die russische Zukunft, erklärt sich von selber. Aber Sie sehen ganz offensichtlich es so, dass sie keine andere Wahl haben. Shorty, GSI Poolfliese 27 bzw. GEZ-Gebühr, danke für die gute und objektive Arbeit. Wird es Ersatz für verlorenes westliches schweres Gerät in der Ukraine geben und von wem? Ich würde gern sagen ja, aber wir können es nur hoffen. Bislang wüsste ich nicht, dass neue Abrams angekündigt werden. Das ist auch unrealistisch in der jetzigen Situation. Wobei auch meines Wissens auch hier beiden was schicken könnte, weil es ausgemustert ist. Weil die theoretisch ja eingelagert sind und erst daher freigeben könnte. Ist es möglich? Ja. Ist es zu hoffen? Ja. Aber dass schon neue Leopard 2 angekündigt werden? Gerade tauchen ja wieder zwei Bilder von zwei Leopard 2a4 auf, die ausgebrannt sind. Ähm, gerade geht ein Video um, wo ein, Zerstü ein abgeschossener äh, Abrams russische Soldaten in diesen einsteigen, wo auch sichtbar ist, dass er innen überhaupt nicht ausgebrannt ist, also die Russen ihn vollständig studieren können, nachdem sie ihn bergen. Der ist auch verloren. Bislang gibt es noch, keine, noch keinen Ersatz. Das lässt sich nur hoffen, dass der kommen wird. Aber Handfestes habe ich leider nicht. Top-Job, vielen Dank für die Informationen und viele Grüße aus Düsseldorf nach Panama. Dankeschön, Anonymous, danke für die Unterstützung. Wie ist der Stand von der Spendenaktion Ukraine Hilfe Berlin? Gibt es schon die ersten Fahrzeuge? Nee, bislang gibt es noch keine Fahrzeuge. Ähm, ich muss auch mal, ich bin nicht sicher, ob die das Geld überhaupt erhalten, bis die Spendenaktion abgeschlossen ist. Das heißt, da die Spendenaktion langsam austrocknet, ähm, die groß, der Großteil der Spenden angekommen ist, wäre das fast ein Argument, sie vorzeitig zu beenden. Denn wir haben fast die 60.000 erreicht und ich wollte ja nur, nur 30.000 zu Beginn so sammeln. Da war ich ein bisschen zurückhaltend, was die, die Spenden angeht. Und wir sind aber nicht mehr so weit vom Ziel entfernt. Ich muss mal mit denen reden, das ist eigentlich ein guter Punkt, dass ich die mal kontaktiere und sie frage, was, ab zu welchem Zeitpunkt sie an das Geld kommen. Denn die werden natürlich keinen Kredit bekommen. Während wir bei der Spendenaktion mit den Krankenwagen, da war es ja der Fall, dass die Spendenaktion nach wenigen Tagen schon beendet war. Ich glaube, die habe ich zwischen Weihnachten und Neujahr gemacht oder so. Das war eine, maximal zwei Wochen. Während wir hier jetzt schon zwei Wochen am Laufen haben und. Äh, das heißt, ich vermute, die haben noch nichts. Also die können noch nichts kaufen. Das wäre fast eine Überlegung wert, das vorzeitig zu beenden. Aber wie gesagt, mich würde es freuen, wenn wir die 60.000 noch erreichen. Und dann, denke ich mal, werde ich es nicht mehr erhöhen. Denn wir können ja zu jedem Zeitpunkt später wieder eine neue Sammlung machen. Aber ich, ich werde nochmal noch nachfragen. Ich gehe davon aus, dass sie das Geld wahrscheinlich noch nicht bekommen haben. Jonas Carstensen, freue mich extrem darauf, diesen Lageberichten morgen auf der Autofahrt zur Arbeit zu hören. Transpatriotische Grüße an Sie und an Zukunfts-Ich. <laughs> ähm, dann gute Fahrt zur Arbeit, Herr Carstensen, und vielen Dank für die Unterstützung. Könnten die USA mit einem Präventivschlag, gut, haben wir schon durchgemacht, danke an der Stelle nochmal für die Unterstützung. Warum bezieht Österreich noch immer einen Großteil seines Gases aus Russland? Was ist mit den westlichen Werten? Sind ihnen die Dollars doch wichtiger als unsere Werte? Ähm, das könnte man jetzt salopp sagen: Ja, sind sie wahrscheinlich. Andererseits muss das Gas natürlich irgendwo herkommen. Und der Westen kauft weiterhin Öl und Gas. Er kauft halt deutlich weniger. Aber es gab ja auch die Erklärung, dass die, die Spanier Öl kaufen würden und es dann an andere. EU-Staaten verkaufen würden. Irgendwo muss das Zeug herkommen. Und wenn die Österreicher das nicht in adäquatem Maße ersetzen können, dann wird es irgendwann halt leider eine Abwägungssache. Wenn in Österreich die Öfen ausgehen und die Regierung gestürzt wird und eine russlandfreundliche Regierung an die Macht kommt, damit endlich wieder geheizt werden kann, dann ist nichts gewonnen. Und wenn es wenn nicht passiert, aber in Österreich die fünffachen Gaspreise sind und die Wirtschaft entsprechend darunter leidet, dann muss sich auch gefragt werden, ob es das wert ist. Also das, ist, das wird da halt an solchen Prozessen auch noch mit zusammenhängen. Oder man beruft sich dann doch wieder auf seine Neutralität, obwohl man Sanktionen einge, äh, eingeführt hat. Das ist also pauschal nicht zu beantworten. Das hängt dann auch mit Innenpolitik und so weiter zusammen und von der österreichischen Innenpolitik, die Öster, was die österreichische Innenpolitik angeht, bin ich nur nicht über die Maßen bewandert. Von daher kann ich dazu auch nicht viel sagen. Michael Jarosch, gab es nicht mal ein, eine LKW gestützte Version vom Taurus? Und wenn ja, konnte man die der Bundeswehr darauf umrüsten? im Taurus ist mir nichts bekannt. Also, es gibt eine ganze Reihe von Marschflugkörpern, die von LKW abgeschossen werden können. Vor allem natürlich Seezielflugkörper, aber ich glaube auch der Tomahawk zum Beispiel, der müsste von LKW gestartet werden können. Könnte man den Taurus dazu umrüsten, kann ich pauschal nicht sagen. Vermutlich. Da er ein Triebwerk hat, wird er wahrscheinlich eine Mindestgeschwindigkeit brauchen. Der wird mit seinem, mit seinem Jet nicht einfach aus einem Container starten können. Aber das könnte man wahrscheinlich lösen, indem man ihm Startraketen verpasst. Also ich halte es nicht für unmöglich, das zu machen. Dass er dafür vorbereitet ist, weiß ich nicht. Ob er dafür vorbereitet ist, mir ist nichts bekannt. Ich würde mal sagen, ich glaube nicht. Ähm, technisch müsste es machbar sein. Wie gesagt, man wird ihm wahrscheinlich helfen müssen, erstmal schnell genug zu werden, bis der, der eigene Antrieb reicht, um den Auftrieb zu erzeugen bis dahin wird man Raketen benötigen, vermute ich. Aber das ließe sich zumindest technisch machen. Ob es den Aufwand wert wäre, ist natürlich eine andere Frage. Was hat sich seit dem Wechsel von Saluschny zu Sirski etwas hat sich etwas hat sich seit dem Wechsel von zu Sirski etwas am ukrainischen Vorgehen getan? Ich kann wenig akut sehen, denn Es ist schwer zu sagen. Also wir haben natürlich die schnell, verhältnismäßig schnelle Niederlage in Avdivka gesehen. Und da wurden offensichtlich Fehler gemacht. Aber waren das Fehlentscheidungen von Sirski, die Salush nie anders gemacht hätte? Was war mit Zenit im Süden zum Beispiel, dass dort ukrainische Soldaten effektiv eingekesselt wurden? Hier ähm, war das eine Entscheidung von Sirski, dass er gesagt hat, bis hier verteidigen, denn das ist bei Bachmut ja nicht passiert. Das kann sein. Das kann aber auch nur den Umständen geschuldet gewesen sein und dass die, der Kommandeur vor Ort, dass Sirski sich erst einarbeiten musste. Der Wechsel des Kommandos bedeutet ja schon eine gewisse Übergangsphase, wo die ukrainischen Streitkräfte geschwächt sein sollten, weil Sirski einfach unmöglich eins zu eins ansetzen kann. Der hat nicht die exakt gleichen Berichte gelesen, die dieselben Berichte gelesen, die, die Salushny vorher hatte. Der wird sich einarbeiten müssen, zwangsläufig und das erzeugt natürlich eine gewisse Schwächephase, aber die, die Situation jetzt ist auch anders, denn die aktuelle strategische Situation ist anders als zu den Zeitpunkten, als die als der Kommando hatte. Sei es weniger dramatisch als in den ersten Kriegswochen und die Ukraine ist weniger stark als sie es vor ihrer Gegenoffensive war. Von daher kann ich es pauschal nicht sagen, ich könnte jetzt nicht erklären, dass ich schon Große Unterschiede sehe. Ich kann Ihnen erklären, wie der Krieg gerade anders geführt wird. Aber wie viel davon geht auf Sirski zurück und wie viel ist einfach erzwungen durch die äußeren Umstände? Das wäre von meiner Seite unseriös zu sagen, die Hand Sirskis kann ich erkennen darin, dass dies und das passiert. Von ihm wurde erwartet, dass er viel länger und blutiger kämpft als die als, als, ähm, Saluschny. Das wurde ihm nachgesagt. Avtivka ging relativ schnell, allerdings. Ähm, Wer überlegt, ist die Frage, warum der Rückzug erfolgte höchstwahrscheinlich ein paar Tage zu spät. Vielleicht ist das Sirskis Handschrift bereits gewesen und vielleicht hätte Saluschny sich schneller zurückgezogen. Aber Sie merken, es ist Spekulation. Stefan Deuling, fünf verschenkte Mitgliedschaften, auch von Ihnen. Vielen lieben Dank. Sehr freundlich. Steht Deutschland und/oder die EU ohne die USA für einen Krieg mit Russland wirklich blank da? Gerade beim Munitionsverbrauch muss und musste die USA doch immer aushelfen. Also was die Munition angeht, ganz klar, sicher. Ich glaube nicht, dass man der Bundeswehr da Unrecht tut, dass man sagt, ja. Wenn man sich den jetzigen Munitionsbedarf an der Front ansieht, dann ist, was war dann immer die Erklärung, Deutschland hätte für zwei Tage Munition? Also was sollte auf deutschen, im Bundeswehrlagern gewesen sein zu Kriegsbeginn? 40.000 Granaten? Sowas um den Dreh? Das ist blank. Denn was helfen die tollen Panzerhaubitzen 2000, wenn sie nach zwei Tagen nicht mehr schießen können? Also, ja, Deutschland ist nicht im Ansatz kriegsbereit ohne, ohne die ähm, USA. Die EU ist ein bisschen besser, weil man doch nominell sehr bedeutende Fähigkeiten hat innerhalb Europas. Aber was Munition angeht, was Reserven angeht, was Material angeht, ich meine, wenn die Dänen gerade ihre Artillerie übergeben, die brauchen auch für ihre Streitkräfte Artillerie. Die müssen erst wieder aufgebaut werden. Also, hier, hier sind, ohne die USA hat man Probleme, ja. Das muss man ganz klar sagen. Blank ist, ist vielleicht noch eine, ein bisschen übertrieben, aber die Lage ist, ist schon unangenehm. Und das ist wahrscheinlich noch ein Euphemismus. Wie ist die aktuelle Sicht der Chinesen auf den Krieg? Die Chinesen hätten den Krieg gerne beendet, denn. Obwohl, wollen sie es? Kann ich. Nee, okay, ich ziehe es zurück, die Aussage. Ähm, die Chinesen profitieren wirtschaftlich wahrscheinlich, weil sie an günstigere Kohlenwasserstoffe kommen. Sie sollten wirtschaftlich davon profitieren, weil sie mehr an Russland exportieren, weil Russland. Äh, war auch was Technologie angeht, abhängiger, abhängiger von den Chinesen wird. Gleichzeitig hat sich das Kräfteverhältnis Russland-China erheblich zugunsten Chinas verschoben. Äh, an sich würde man erwarten, die, die Chinesen wollen einen langen Krieg. Denn wenn die Russen schnell gewinnen und dann nicht weiter marschieren und der große Krieg mit der NATO ausbricht, dann hat die NATO Zeit, sich zu reorganisieren. Zeit sich aufzumunitionieren und ist gleichzeitig hat sie den Ernst der Lage erkannt dann, dass wieder große konventionelle Kriege drohen und die Fertigkeiten, die man dann aufbaut in Blick auf Russland, die kann man natürlich auch in Richtung China nutzen. Also für China sollte es wahrscheinlich gut sein, wenn Russland langsam vorrückt, den Westen immer mehr unter Druck setzt, aber nicht gewinnt, nicht schnell gewinnt, denn solange das am Kochen ist, ist die westliche Welt abgelenkt und China hat mehr Optionen in Bezug auf Taiwan und je höher der Druck ist desto ähm, desto desto mehr muss der Westen nach Europa schauen denn nach Asien Sie merken das ist ein Versuch das jetzt zu erklären aber ich würde nicht sagen dass ich das jetzt fundiert beantwortet habe also ich, ich Ja, ich, ich fühle mich da jetzt nicht so ganz äh, auch mit festem Boden unter den Füßen. Von daher haue ich mir nochmal einen Energy-Drink rein. Denn ich merke, ich brauche es heute wirklich. So schlecht geschlafen. Ui. Mir. Ja. Okay. Soll ich ein bisschen Katzen-Content noch machen? Denn die Dame des Hauses ist gerade gekommen und bettelt um, um ein paar Leckerli. Und die sehen sie nie auf den Kameras. Weil die nicht auf die Stühle will. Die hasst es eigentlich auch hochgehoben zu werden. Das ist der andere Punkt. Dafür streift sie mir gerade um die Beine und guckt mich ganz süß an. Gott. Es tut mir leid, an. ich bekomme es mit. Ab und an ist mein Zuschauer da und sagt: Was soll denn immer der Katzen-Content hier? Zum einen ist es so, dass die Katzen von selber aufgetaucht sind, zu Beginn, die gerne hier vor der Kamera rumgelaufen sind und dann irgendwie was sabotiert haben. Und das hat natürlich Fans ausgelöst. Und gleichzeitig ist es so, dass das nicht schadet, wenn man ein paar süße Haustiere hat bei den Themen, über die wir hier reden. Okay, jetzt ist sie weggegangen. Das heißt, sie werden sie heute nicht sehen. Es schadet nicht, wenn man ein paar süße Haustiere haben, wenn über Mord und Totschlag ansonsten gesprochen wird. Das muss nicht alles äh, furchtbar sein und am Ende ist es mein Kanal. Das heißt, wenn ich die Katzen zeigen will, dann zeige ich sie. Deal with it, wie man auf Deutsch sagt. Wie man auf Neudeutsch sagt. Wem Katzen nicht gefallen, dem kann ich leider nicht helfen. Wer Katzen nicht mag. Ich mag sie. Ich liebe meine Katzen. Was ist über die Aktivitäten des deutschen Freiwilligenkorps in der Region Belgorod bekannt? Mir nichts. Ich habe vorher schon die Frage gesehen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass da ähm, dass ich irgendwas tiefergreifendes dazu wissen würde. Und ich sehe, ich habe es verpasst, Sie hatten mir zu den Taurus noch was gesagt. Die Vari Variante Taurus CL für das Container Launch soll von Schiffen und Lastkraftwagen gestartet werden. Dafür wird der Marschflugkörper mit einem Tragegestell versehen und in einen Startbehälter gesteckt. Das Tragegestell für den Flugkörper innerhalb des Containers und beschleunigt ihn mit einem Feststoffbooster auf Marschgeschwindigkeit und Höhe, um danach abgeworfen zu werden, wie ich es gesagt habe. Insofern danke, danke für die, die Ergänzung, aber das war nur geplant. Das ist wohl nie umgesetzt worden. Also ja. Der, der Taurus sollte von LKWs startbar sein, wurde allerdings nie eingeführt. Angeblich nimmt Indien wesentlich weniger Rohöl von Russland ab. Ist das eine Folge der Sanktionsandrohung oder geht es darum, den Preis zu drücken? Wenn das stimmt, dann ist es eine Folge der Sanktionsandrohung. Aber. Das ist, wie Sie sagen, angeblich. Ich habe die Zahlen jetzt noch nicht. Wir wissen, ich habe mal ein Video darüber gemacht, dass die chinesischen und die russischen Einkäufe explodiert sind nach Beginn des Krieges. Weil dies halt ausgenutzt haben, schadenlos, dass sie an spottbilliges Öl gekommen sind, was ihren Wirtschaften natürlich geholfen hat. Und dann haben sie sich halt sehr schnell kaufen lassen, die, die beiden Staaten. Aber wenn sie jetzt weniger abkaufen, dann hat es... Den Preisen, die nicht zu, über, nicht zu kaufen, weil man die Preise drücken will, bin ich nicht sicher, ob das, wie weit das funktioniert. Denn Öle ist am Ende, ist das das Lebensblut, die Lebensader der, der industrialisierten Wirtschaft. Das heißt, Russland findet auch andere Abnehmer dafür. Also mit einem Kaufboykott wird man wahrscheinlich von indischer Seite nicht arbeiten, würde ich mal erwarten. Was macht der Streamtechniker, sehe ich die Frage? Der ist heute nicht zur Arbeit erschienen. Der ist heute fahrenflüchtig. Ja. Hat man einen Tag freigenommen. Aber der war heute auch irgendwie äh, auf 180 ist die ganze Zeit herumgerannt und hat rumgebrüllt und hat damit die anderen beiden provoziert, die ihn dann verhauen haben. Welche historische Schlacht fand für den späteren Sieger unter den ungünstigen vor Sie merken schon, ich muss langsam für heute Schluss machen, so wie ich, wie ich mich andauernd verlese. Welche historische Schlacht fand für den späteren Sieger unter den ungünstigsten Voraussetzungen statt Ihrer Meinung nach? Zum Beispiel wie Granicus, Pharalos äh, oder ähnliche. Späteren Sieger unter den ungünstigsten Voraussetzungen. Keine Ahnung, bin ich wahrscheinlich zu müde. Mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts ein, was unter, vor allem, vor allem wo es irgendwie ein dramatisches Kräftemissverhältnis gab, gab es natürlich. Gab es jede Menge. Wir können uns wahrscheinlich fast jede, jeden größeren Sieg der, der Südstaaten im, im, im amerikanischen Bürgerkrieg anschauen wo numerisch die Nordstaaten überlegen waren, aber sie trotzdem gesiegt haben. Aber das ist auch in den Vergleichen vergleichsweise wahrscheinlich immer noch relativ harmlos. Und ähm, jetzt auch nicht das beste Beispiel. Wir haben mit, mit Friedrich der Große, gerade im Siebenjährigen Krieg, hatte er einige Male Krie äh, Schlachten aus sehr schlechter Position herausgeführt, dann durch die schräge Schlachtordnung gewonnen und solche Dinge, aber jetzt ad hoc irgendwie ein paar Schlachten nennen zu können und dann am besten noch tiefere Details. Bin ich gerade für den Moment leider überfordert. Ähm, wie groß ist laut Ihnen die Wahrscheinlichkeit, dass OPEC-Staaten uns Öl andrehen, um Russlands Vormarsch, uns das Öl abdrehen, um Russlands Vormarsch zu beschleunigen? Das, das Gute ist, dass wir, also der Westen, halt nicht nur die Hälfte der Wirtschaftskraft haben, sondern wahrscheinlich auch ein ganz we nicht weit davon entfernt sind, den Markt für Öl zu bieten. Ich meine, wir haben mit Kanada, Norwegen und den USA drei gewaltige Produzenten, aber der Verbrauch ist sehr hoch. Und wenn die uns das Öl abdrehen, dann tut es ihnen auch weh. Das heißt, das ist... Und dann ist es so, dass zwar Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate beispielsweise versuchen, eine, eine Schaukelpolitik zu fahren oder eine, eine Neutralitätspolitik. Aber was die Sicherheit im Nahen Osten angeht, wollen sie weiterhin amerikanisches Engagement. Sie sind weiter mit den Amerikanern verbündet und sie wollen weiter amerikanische Hightech-Waffen kaufen. Denn Saudi-Arabien könnte sich auch anderswo oder, oder die Vereinigten Arabischen Emirate könnten auch versuchen, aus China oder Russland Flugzeuge zu kaufen. Aber sie kaufen, sie wollen F-35. Die, die Saudis fliegen F-15 und Eurofighter. Das heißt, hier besteht eine große Möglichkeit, auch Einfluss zu nehmen und die wollen auch die Beziehungen aufrechterhalten. Und gerade wenn wir uns die OPEC anschauen, warum sollte die OPEC unbedingt einen russischen Sieg wollen? Die wollen gut verdienen, klar. Und da ist im Prinzip ein Krieg Russlands ja nicht schlecht. Die gestiegenen Rohöl- und Gaspreise haben im Nahen Osten die Kassen klingen lassen. Wenn, wenn plötzlich Katar, wenn der deutsche Wirtschaftsminister nach Katar reist, um dort Erstgas zu kaufen, dann kauft ihr das nicht zu, zu Schleuderpreisen, sondern zu Premiumpreisen. Von daher profitieren die bereits genug vom Krieg. Und man kann, man kann an den, den Stellschrauben etwas drehen. Aber wenn die abdrehen, den, den Öl, die, 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 die Rohstoffe, dann verdienen sie selber auch nichts mehr. Und davon haben sie auch nichts. Also ich, ich würde da jetzt nicht die große Gefahr sehen, aber vielleicht habe ich da irgendwas verpasst. Ich bin heute nicht sonderlich fit. Wir haben aber trotzdem die zwei Stunden knapp überschritten. Von daher lassen wir es für heute mal gut sein. Ich werde versuchen, dass ich das nächste Mal ausgeruhter bin. Denn Sie merken es schon, ich habe mich jetzt ein bisschen gequält zum Schluss hin. Dann, glaube ich, ergibt es Sinn, wenn wir das heute nicht unnötig in die Länge ziehen. Nur damit ich, was weiß ich, so und so lange noch online bin. Ich sehe gerade die Frage, gibt es überhaupt noch was mit Twitch, wenn ich so kaputt bin? Ja, aber wahrscheinlich nicht lange. Ich muss da mal schauen. Und Twitch brauche ich ja geistig nicht, um oh, fit zu sein. Dann... Spiele ich halt ein bisschen schlechter. Also, das wird, es wird, eine halbe Stunde geht es auf Twitch ungefähr weiter. Würde mich freuen, Sie da zu sehen, wenn Ihnen das soweit gefallen hat. Obwohl ich heute nicht wirklich auf dem Damm war, freue ich mich trotzdem über den Daumen hoch. Nächster Livestream ist kommenden Samstag, 20 Uhr. Ich glaube, war heute merkbar, dass die Qualität besser ist, denn ich habe die Bitrate hochgeschraubt. Und so wie es aussieht, habe ich keinen einzigen Frame verloren. Ich habe nämlich im letzten Test einen Upstream von 900 Megabit gehabt. Das heißt, ich müsste jetzt in richtig guter Auflösung streamen können. Nächsten Samstag geht es weiter. Daumen hoch, hinterlassen Sie Kommentar, was Sie halten. Wenn Sie neu hier sind, möchte ich Sie einladen, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu klicken. Sie merken schon, ich, ich ver, verliere mich inzwischen durch schon den Gedanken. Es wird wirklich Schluss für heute, Schluss zu machen. Das ist halt der Nachteil, wenn es live ist und man einen Termin hat, dann macht man es halt auch mal, wenn man nicht ganz hundertprozentig fit ist. Ich hoffe, es war allerdings trotzdem interessant und gut für Sie. Ähm, hier. Wenn Sie Jankowski Engineering beauftragen wollen, die den Streamword geschrieben hat, kann ich empfehlen. Wunderbares Programm extra hier für den Kanal geschrieben. Und an der Stelle möchte ich mich auch bei den Moderatoren bedanken. Vielen lieben Dank für Ihre Unterstützung, dass Sie mir helfen, dass das Ganze hier immer schön gesittet bleibt, auch wenn ich mal einen versauten Witz erzähle. Aber ich denke mal, das ist ja hier nicht die Regel. Da werden auch die konservativeren Zuschauer das schon mal verkraften, wenn dann einmal so ein Witz kommt. Ähm, Danke an der Stelle an alle, die den Kanal unterstützen. Ich weiß, es ist keine Selbstverständlichkeit. Ich sehe es als großes Lob an, als großes Dankeschön. Vielen herzlichen Dank an all die, die sich entscheiden, mich mit eigenem Geld zu unterstützen. Das kommt an und das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Wenn auch Sie unterstützen möchten, können Sie über die Mittel in der Beschreibung. Dort gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, auch mit Buchgeschenken oder ähnlichem. Ich freue mich darüber, wenn Sie wissen wollen, wie sich die Bücherregale gefüllt haben. Wie gesagt, in der Beschreibung sind die Links zu den anderen Kanälen. Und ich nenne es immer meinen Privatkanal, weil ich dort ein bisschen mehr privatere Sachen mache, halt über das Leben in Panama und so weiter. Ein paar Hintergründe zu YouTube. Dann finden Sie dort das Video über das Studio. Die Studiotour sozusagen, wie das hier aktuell aussieht und was auch aus den Gemälden geworden ist, das Gemälde, was zu Beginn immer hinter mir hing, das hängt ja jetzt inzwischen hier in diese Richtung. Ähm, wenn Sie das sehen wollen, dann können Sie es sich dort anschauen. Wie gesagt, aber ich glaube, das war es soweit von meiner Seite. Ich bin in einer halben Stunde auf Twitch, aber wahrscheinlich nicht bis in alle Puppen, wie es auf gut Deutsch heißt, aber ich muss ja nicht über die Maßen geistig fit sein, wenn ich nur ein bisschen Tasten drücke und nicht versuche, zusammenhängende Sätze zu formulieren, die auch noch Sinn ergeben. Von daher ähm, muss ich schauen, dass ich, ja, hoffe ich, dass es trotzdem für Sie interessant genug war. Daher verbleibe ich damit für heute. Ähm, vielleicht sehen wir uns gleich noch auf Twitch, ansonsten spätestens am Samstag wieder. Ich hoffe, dass ich am Freitag zu einem weiteren Video komme. Ich habe arbeite an zwei Videoideen, die ich hoffentlich zeitnah umsetzen kann. Und ansonsten sehen wir uns spätestens dann wieder. Machen Sie es gut, gute Nacht oder eben bis gleich auf Twitch. Bis bald. Danke für die Aufmerksamkeit. An dieser Stelle auch noch mein Dankeschön an all die Unterstützer hier auf YouTube als Mitglieder oder auf Patreon. Im Besonderen mein Dankeschön an die Patreon-Leutnante Andreas Donath, Badass Lawyer Daeconio, Dr. Knut Brandes, Heribert Breitsamer und Steffen. Vielen lieben Dank, ohne sie wäre es so nicht möglich.